Was geht ab? Was geht ab? Mir fällt auch nichts anderes mehr ein, ne? Nee. Na dann. Okay. Guten Tag, herzlich willkommen. Willkommen zurück. Willkommen zurück nach einem Jahr. Aber was für ein Jahr, ne? Bevor jetzt alle fragen, was passiert hier gerade, wir sind die zwei von den Vieren. Und wir hatten letztes Jahr die Idee gehabt, dass wir über unsere... Das wird ja gar nicht so gut. Wir hatten letztes Jahr die Idee gehabt, dass wir, wie sonst auch die Jahre davor, über die Alben des Jahres sprechen. Also Alben, die uns besonders gefallen haben, begeistert haben, emotional berührt haben. Haben uns aber gedacht, da wir das nur noch zu zweit gemacht hatten, dass wir das vielleicht in einem längeren Video machen und nicht nur als Grafik. Und das hat extrem vielen Leuten extrem gut gefallen. Ja, überraschenderweise viele, so mehr als wir dachten. Zugabe. Ja, also vielen Dank nochmal für das ganze Feedback, das wir da bekommen haben. Das hat uns sehr, sehr, sehr tief berührt über die Feiertage. Danke dafür. Auch die ganzen Vorschläge, die noch eingereicht worden sind, was wir noch hören sollten, haben wir natürlich auch noch in das eine oder andere reingehört. Klar, macht das dieses Jahr gerne wieder. Aber bevor wir dazu kommen, sind wir natürlich jetzt erstmal dran, euch zu präsentieren, was wir dieses Jahr so gehört haben, was uns dieses Jahr so besonders gefallen hat. Und das war, glaube ich, noch schwieriger als letztes Jahr, oder? Auf jeden Fall. Ich bin komplett fertig. Ja, krasses Jahr. Also ich hatte so das Gefühl, das war jetzt so endgültig dieses Jahr so, okay, Corona halbwegs rum, raus mit dem ganzen Kram. Jeder Künstler auf der Welt, jede Künstlerin auf der Welt, also völlig wahnsinnig, womit wir da dieses Jahr überflutet wurden. Aber ja, umso besser für uns eigentlich so. Also ich meine, wir haben ja dieses Jahr echt die ganze Zeit Mucke gehört, Listen gemacht, auf der Liste hin und her geschoben. Und jetzt sind wir endlich soweit, euch das Ganze zu präsentieren. Und ich würde sagen, lass mal gleich direkt anfangen mit unseren Top 9. Ne? Mal ein bisschen direkt ins Geschehen. Genau. Wir sind heute wild. Wir werden das heute ein bisschen anders strukturieren als letztes Jahr. Aber ich habe Bock. Hast du Bock? Ich habe auch Bock. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich habe echt sehr, sehr viel hin und her geschoben. Jetzt gerade mit den ersten Plätzen. Und ja, du hast mir auch erzählt, du hast deinen ersten Platz heute noch geändert. Meinen ersten Platz heute noch geändert, genau. Nee, wir fangen erstmal an mit ein bisschen Alben, dann reden wir noch über Sachen, die nicht drin sind und wechseln erstmal so ein bisschen ab. Wir kommen gleich dazu, wieso das so schwierig war bestimmt noch. Aber Platz 11, Platz 10 und Platz 9 sind für mich quasi gleich auf. Und zumindest 10 und 9 hätte ich beide gerne gehabt. Ich musste jetzt eins machen und ich habe dann gedacht, mach's dir doch einfach und mach's genauso wie letztes Jahr und fang mal an mit einem Bleachers-Album. Ja, was für ein schöner Einstieg. Ja, war doch gar nicht so schwierig. Hat ja auch nur ein Jahr gedauert. Oh Gott, ey. Geil. Fertig. Warum jetzt das? Ich habe mich, also vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich gerade das mit den Bleachers meinte. Du erinnerst dich bestimmt, ich hatte letztes Jahr das Bleachers-Album sehr auf Platz 9 gehabt. Mich. Und ich meine, du warst das sogar gewesen. Ich hatte jetzt Being Funny in a Foreign Language gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich meine, du hattest es irgendwie mal kurz angemacht oder Probe oder was weiß ich. Ich dachte so, hä, ist ein neues Bleachers-Album oder was? Und da war es halt das 75-Album. Yeah. Und habe erstmal geguckt und ist halt produziert von Jack Antonoff. Und deshalb klingt es natürlich genauso. Und ich, durch die zeitliche Abfolge kann ich mir fast vorstellen, dass sie sich gedacht haben, das wollen wir auch. Weil das klingt auch so. Und du hast auch den Saxophonisten, meine ich, von den Bleachers auch noch drauf, der da Soli spielt noch auf dem Album und so. Und von der ganzen Produktion und Herangehensweise ist es einfach super ähnlich. Und da kommen dann zweierlei zusammen. Erstmal, dass das Bleachers-Album natürlich super war letztes Jahr und ich diesen Sound, auch wenn ich so ein bisschen die Produktion kritisiert hatte letztes Jahr, dann doch eigentlich auch ganz cool finde, ja. Und die Arrangements, die Jack Antonoff reinbringt, sind sowieso halt super. Aber auch, dass ich eigentlich jetzt die ganzen letzten Jahre immer mal gehofft habe, dass The 1975 ein Album machen, das nicht zu lang ist, nicht 5000 Genres hat und wo mir einfach jeder Track drauf gefällt, weil das ist immer so das Problem. Ne? Einige Songs, die immer mega gut waren, aber ich kann mir einfach nicht so oft so 20 Song-Alben geben. Gerade mit dem Leoniden-Album letztes Jahr meinte ich auch, wenn ein Album so richtig lang ist, dann muss da alles sitzen. Und das sind jetzt 45 Minuten, ein Song besser als der andere, bin ich sehr happy darüber, dass ich jetzt mal die Chance nutzen konnte und deshalb habe ich mich, glaube ich, letztlich auch für das Album entschieden. Weil weißt du, was die wieder als nächstes machen? Dann nehme ich jetzt lieber die Gelegenheit beim Schopfe und packe sie auf Platz 9. Größte Stärke des Albums, sehr on point einfach. Mir hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Dann mache ich mal direkt mit meinem Platz 9 weiter. Ich hatte gerade eben eine gute Transition, jetzt habe ich sie wieder vergessen. But just let me tell you what I hate. Yeah, listen, let me tell you what I hate.
I tell you what I hate. Ich mag es nicht so gerne, wenn meine Top 9 Liste so sehr einseitig ist, was Genre angeht. Das hat mich ja letztes Jahr so ein bisschen gestört. Und da ich eh so ein bisschen, ich glaube ähnlich wie du, halt auch so ein bisschen überfordert war auch mit Platz 9, den nehme ich da jetzt noch rein, habe ich dann einfach einen Künstler reingenommen, um mal ein bisschen Genrevielfalt noch anzuregen. Und zwar Hugo von Lolcana. Lolcana ist ganz, ganz großer ja, Jazz-Rap-Export aus den UK, groß gefeiert gerade. Und hört man sich Hugo an, dann merkt man eigentlich auch direkt, warum. Wir haben unfassbar geile, jazzige Beats, wir haben einen unfassbar krassen Flow von Lolcana, wir haben mit Hate wahrscheinlich mein Lieblingssong des Jahres. Hugo ist wirklich eine Platte, die mich wirklich auf ganzer Linie wieder überzeugt hat. Also, ist jetzt das dritte geile Album in Folge von Lolcana. Da muss man einfach mal so einen Exzellenz-Award verleihen. Für alle Fans von Hip-Hop und vor allem von jazzigem Hip-Hop, da ist Lolcana ein absolutes Muss. Ist auch nächstes Jahr auf dem Hurricane Festival. Das heißt, wenn ihr zwischendurch mal nicht wisst, wen ihr euch angucken sollt auf dem Hurricane, Lolcana, solltet ihr euch ganz dick anstreichen. Er ist wahrscheinlich auch, oder hoffentlich ist er auch, mit Liveband unterwegs. Da gab es letztens von Arte ein richtig, richtig geiles Konzert, was sie in Paris mitgeschnitten haben. Das wollte ich dir auch noch ans Herz legen. Oh, ja, danke. Sehr, sehr geil. Ist auch irgendwo in der Gruppe zu finden übrigens. Mhm. Haben wir da irgendwann mal reingepostet. Genau, Lolcana mit Band in Paris auf so einer Bühne, wo die quasi in der Mitte vom Publikum gespielt haben. Mhm. Ganz, ganz toll. Ganz viele Songs von Hugo gespielt. Ja, check das Album auf jeden Fall aus. Ja, lohnt sich. Ist auf jeden Fall sehr nice. Zur Abwechslung vielleicht mal was Deutschsprachiges. Ich muss das vielleicht mal ein bisschen präzisieren, weil ich rechne mal kurz durch. Ich glaube, ich sage nicht, wie viele deutschsprachige Alben, aber es ist mehr als eins in meiner nicht so Liste. Wie bei mir. Nicht so wie bei dir. Besser kann du es. Ich will aber auch vielseitig sein. Nee, Spaß beiseite. Das Ding ist halt aber, dass die anderen alle große Künstler sind und also groß im Sinne von big, erfolgreich, sonst wie auch immer, die ich eigentlich habe. Und bei August ist es so. Ey, ich habe gerade nochmal geguckt, die haben aktuell gerade 430 monatliche Hörer bei Spotify und das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also wirklich, mal abgesehen davon, dass der Albumtitel für mich auf jeden Fall der Albumtitel des Jahres ist und ich alleine deshalb die ganze Zeit gehofft habe, dass dieses Album irgendwie in dieser Liste bleibt, damit ich den hier reinpacken kann am Ende des Jahres, ist die Musik einfach halt auch extrem gut. Die Texte spiegeln sich tatsächlich auch so ein bisschen im Albumtitel wieder, so dieses eine Hauptsache rausgehen, Geld verdienen, Leistungsdruck, ausbrennen und so weiter, was sich komplett durch alle Songs so ein bisschen durchzieht. Ich hätte mir an mancher Stelle gewünscht, dass die Vocals ein bisschen weiter noch nach vorne gemischt sind, weil manchmal sind die ein bisschen schwierig zu verstehen und du merkst halt, okay, das sind wichtige Texte, gute Texte und du verstehst dann manchmal so zwei, drei Wörter nicht. Die habe ich auch bis heute nicht raus teilweise. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ja, aber hört da auf jeden Fall rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also lass die mal nächstes Jahr vielleicht so zumindest über 1000 kriegen zusammen oder sowas. Da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Ich hatte es eben schon gesagt, Albumtitel klingt so ein bisschen wie ein 1975 Albumtitel auf Deutsch. Ist halt echt so. Ne, aber ich liebe diesen Albumtitel. Also damit ist auch gleich so viel impliziert und gesagt, da muss man gar nicht mehr viel Worte zu verlieren eigentlich. Alles klar, kommen wir zu meinem Platz 8. Manuel, ich müsste übrigens los, ich gehe mal zum K. Ja, schlechteste Transition ever. Auf jeden Fall, ich habe auch gar nicht verstanden, worauf du jetzt hinaus wolltest. Ja, ey, Arctic Monkeys, The Car, die neueste Episode von Fickt euch, wir machen, was wir wollen. Und ja, mal wieder habe ich das Gefühl, die Platte würde viel mehr einschlagen, wenn da nicht Arctic Monkeys vorstehen würde. The Car wirklich ganz, ganz toll. Die Arctic Monkeys knüpfen hier wirklich so ein bisschen da an, wo sie bei Tranquility Base Hotel and Casino aufgehört haben, aber entwickeln das Ganze auf eine richtig, richtig schöne Weise weiter. Wir haben die ganze Zeit irgendwie so einen Soundtrack-Vibe, also ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, der ganze Kram könnte so in so Filmen der 50er, 60er, 70er laufen oder vielleicht auch in einem Tarantino-Movie so im Vorspann, das fände ich auch richtig, richtig nice. Also Quentin, du weißt, was du zu tun hast bei deinem nächsten Film. Und folge uns mal. Genau, abonnier den Kanal, du guckst immer ohne zu abonnieren. Genau das. Und ja, vor allem die größte Stärke von The Car sind meiner Meinung nach die Arrangements. Die sind einfach so unfassbar gelungen. Vor allem die Strings, also wie das diese ganzen Songs aufgehen lässt, was denn das für eine Weite gibt und einfach für einen schönen, warmen Sound. Das ist einfach
großartig, großartig. Und ich finde auch, The Car hat mehr Standout-Tracks als Tranquility Base. Songs, die dir mehr im Kopf bleiben, Songs, die mehr Alleinstellungsmerkmale haben. Und es ist einfach ganz klar ein Album für auf Platte. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal im Auto gehört. Also, was er eigentlich nach Albumtitel irgendwie sehr gut passen müsste. Aber nee, es ist nicht richtig. Du musst es einfach auf Platte hören oder dir einen Plattenspieler im Auto einbauen. Und ich wollte gerade sagen, hier ist die Platte, guckt euch nochmal dieses geile Design an, wartet mal kurz. Guckt sie euch an, wie schön sie ist. Guckt sie euch an. Manuel, guck sie dir an. Ja, ja, ich hab sie schon gesehen. Ich bin immer noch begeistert. Ich find's auch schön mit dem Weihnachtsbaum. Ich bin noch so ein bisschen angestrahlt. Ja, ist ja wirklich, also von der Farbe her schon nicht sehr, sehr schön. Die schönste Platte des Jahres. Ja. The Car von den Arctic Monkeys. Reinhören und genießen. Und macht es auf Platte am besten. Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt raus, was so Arctic Monkeys angeht. Also ich zähle zu den ganzen nervigen Leuten, die sagen, das beste Album war das erste. auch wenn danach natürlich auch Sachen waren, die ich gut fand. So ist es jetzt nicht. Aber das Album hat mir jetzt auch wieder ein bisschen mehr gefallen. Eben, wie du schon sagst, mit den Arrangements, mit den Streichen und so, wie das aufgeht, das fasst eigentlich perfekt zusammen, finde ich. Ne? Das, das ist Filmmusik eigentlich mehr so richtig. Und ja. Das ist geil. Geil. Ja, dieses Jahr haben ja wirklich alle was rausgebracht. Ne? Mhm. Und auch relativ viele Künstler, die sonst eigentlich immer bei mir in der Liste auf jeden Fall einen safen Platz haben, die es dann aber aus diversen Gründen dann diesmal nicht reingeschafft haben. Zu dem werden, wie gesagt, nachher kommen. Ich glaube, wir machen auch gleich irgendwie die ersten Kurzbesprechungen. Ne? Yes. Aber wie dem auch sei, deshalb ist es dann umso schöner, wenn man mal einfach eine Prinzipentscheidung treffen kann. Lassen wir uns mal kurz. Also meine absolute Lieblingsband, nicht in den Top 9. Meine absolute Lieblingsrapper, nicht in den Top 9. Also nicht meine internationale Lieblingsrapper, nicht in den Top 9. Spoiler-Alarm. Ja, und ne, dann, aber zumindest irgendwie, wenn die Lieblingskünstlerin es dann in die Top 9 schafft, dann ist man doch irgendwie beruhigt. Zumal es ja auch sehr einfach war als Entscheidung. Ich gehe nochmal zurück zu den Arctic Monkeys und sage wieder, das erste Release war das allerbeste. Ja, nee, also die erste, das wieder los. Die erste EP ist für mich nach wie vor die beste Pop-EP, die jemals irgendjemand rausgebracht hat. Mhm. Und danach ging es ja so ein bisschen von diesen ganzen Rock-Einflüssen so ein bisschen mehr in Richtung Pop, alles so ein bisschen glatter, halt auch immer noch natürlich cool und so. Hatte ich auch 2019 in der Liste gehabt und so, aber jetzt ist der Mix ist halt hier ein bisschen so gesättigter, so ein bisschen mehr Saturation drin, alles organischer auch. Voll geil. Und vor allem in den Harmonies finde ich es extrem schön gemacht mit diesen 60s-Einflüssen, die so ein bisschen mehr Kanten reingeben, ein bisschen mehr Edge in dem Ganzen. Was einfach sowieso was ist, was immer so ein Sound noch mehr so klingen lässt, als wäre hätte in der Entwicklung auch stattgefunden, da irgendwie nochmal. Aber wie gesagt, ich finde, es ist ein guter Kompromiss, wenn man aus diesen ganzen Rocksachen rausgeht und dafür im Track an für sich, im Mix und in den Harmonien dann da sehr clever diese Sachen einbaut, um das so ein bisschen auszugleichen. Und das ist deine Ansprache gerade sehr geil. Ich muss mir alle Mühe geben und ich glaube, das ist die beste Ansprache, die ich dazu in diesem Jahr gegeben habe und ich hoffe, die war jetzt verständlich. Ich hatte es gerade eben gesagt, Manuel hatte mir It Gets Dark gerade vorher gezeigt und es ist der erste Siegel-Song, der mich wirklich richtig abgeholt hat. Richtig geil. Also ja, der Bass hat es schon gemacht. The Bass is it. Alles klar, dann kommen wir mal zu meinem Platz 7 und ich nehme euch mit ins kleine grüne Haus. Siehst du, guck mal, die Überleitung hat sogar Sinn ergeben. Halt. Die war sogar, jetzt nachher war die sogar echt gar nicht mehr so schlecht. Ich nehme alles wieder zurück. Alles klar, Anxious mit Little Green House, wahrscheinlich die zweitschönste Platte in diesem Jahr und was besonders süß ist an der Vinyl-Edition von Little Green House ist, wenn man sich die Platte anguckt, dann haben wir für Seite 1 haben wir einen Hasen und für Seite 2 haben wir zwei Hasen. Super liebevoll gemacht von Anxious, einer ganz, ganz jungen Emo-Band aus Connecticut, die hier mit Little Green House gerade mal ihr erstes Album rausbringen und ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend, weil im Emo da gibt es so ein unfassbar starkes oberes Mittelfeld, so Bands, die halt jeder, der diese Mucke gut findet, halt irgendwie direkt schon nice findet und es gibt nur ganz, ganz wenige Bands, die sich so darüber hinaus entwickeln und halt so dieses kleine bisschen mehr abliefern und deswegen ist es sehr, sehr beeindruckend, dass eine Band wie Anxious, die wie gesagt gerade so kurz dabei sind und gerade erst um die Ecke kommen, dann auf einmal ihr Debütalbum abliefern und im wirklich klassischen Punk-Emo-Sound überzeugen und wir haben wirklich einfach fantastisches Songwriting, das die Jungs an den Tag legen. Wir haben sehr, sehr starke Instrumental-Performances, gerade gitarrentechnisch. Haufenweise Hits drauf. In April, Growing Up Song, Call From You und Fans von Bands wie McDo and Mend oder Title Fight oder wen haben wir noch? The Story So Far.
alle, die diese Bands irgendwie mögen, sollten auf jeden Fall mal Anxious auschecken. Little Green House ist wirklich ein fantastisches Debütalbum. Fans der Musik wird es sehr abholen. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch da draußen Anxious noch nicht kennen. Deswegen checkt sie aus. Sie haben es verdient. Ja, wie wir am Anfang ja schon erwähnt haben, dieses Jahr haben ja wirklich viele, viele große Artists ihre große Rückkehr gefeiert und viele auch unserer Helden so von früher. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und es sind so viele Platten nicht bei uns in den Top Ten gelandet, die aber so eine Größe haben, dass man eigentlich trotzdem ein paar Worte drüber verlieren müsste, ne? Ja, ich würde sagen, da fangen wir auch mal einfach direkt an. Hast du ein Album, das du so als erstes da besprechen wollen würdest? Ja, also es ist mir ein großes, großes Anliegen, mal ganz kurz über Crisis of Faith von Billy Talent zu sprechen, die, okay. Ja, meiner Meinung nach ihr schwächstes Album abgeliefert haben, aber was ist schon ein schwaches Billy Talent Album? Da sind immer noch ein paar verdammt krasse Banger drauf. Aber hat mich dann doch gewundert, weil Billy Talent bei mir ja schon ein krasses Standing haben, sodass sie bei mir dann trotzdem nicht irgendwie in den Top Ten gelandet sind. So. Also fand ich schon überraschend. Bei dir gleiche Spielchen, ja, Muse, Chili Peppers. Ja, was ist da los? Was ist da los? Fangen wir eins nach dem anderen. Woran hattet ihr gelegen? Woran hattet ihr gelegen? Muse ist, glaube ich, relativ einfach. Es war halt schon knapp. Ich habe es auch in den Top 9 drin gehabt. Mhm. Ich glaube, auf Platz 6, als ich es das erste Mal gehört habe. Es war aber auch genau der richtige Zeitpunkt, weil hatte ich ganz viel Zeit, dieses Album zu hören. Es ist auch keine schlechte Platte. Es ist auch wirklich keine schlechte Platte. Ja. Ich glaube, was mich so ein bisschen rausgeholt hat, war der Flow, weil es ist quasi immer laut Ballade. Stimmt, ja. Und du kommst halt nie so richtig rein einfach. Ja, in Halloween bin ich tatsächlich jetzt so ein bisschen reingekommen. So aber erstmal, als ich gehört habe, ich echt gedacht, Alter, das ist echt der erste richtig schlechte Muse-Song. Echt? Und ich habe Propaganda gehört. Nee, Propaganda mag ich noch weniger. Okay, aber ich habe ihn direkt für mich gefühlt. Okay, ja. Es ist kein schlechtes Album. Kill or Be Killed ist ein mega Brett. Ich mag auch so ein paar andere Songs auf dem Album halt sowieso auch ganz gerne. Und selbst so die Sachen, wo ich denke, ja, die freue ich mich halt trotzdem drauf, die live zu hören. Vor allem ist es das für mich. Nächstes Jahr beim Konzert freue ich mich drauf, jeden dieser Songs zu hören, egal was am Ende wird. Und bei Simulation Theory, das ich schwächer fand als Album, war das viel schwieriger. Dann live auch bei manchen Songs merkt es richtig, wie so die Stimmung komplett abgesackt ist beim Publikum. Ja. Das kann ich mir bei den Songs jetzt bei keinem vorstellen. Nee. Ich glaube auch, dass das ordentlich abgehen wird. Das so, glaube ich definitiv. Nämlich auch. Ich glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle, das war bei mir auch so ein Ding, ein bisschen zu drüber ist, ein bisschen zu cheesy, so das Ende von fucking fuck dann, hey, und so, wo ich dachte, okay, na, das ist jetzt, selbst für mich, der das auch, ne, ich verstehe den Humor von denen und ich finde den auch sehr witzig, so, war so auf Album dann in der Summe dann manchmal ein bisschen zu viel drüber von manchen Sachen, ja, ich weiß nicht, aber es ist wirklich kein schlechtes Album, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, war halt knapp. Wo es nicht knapp war. Chili Peppers. Zwei Alben, sehr viele Tracks. Das sind ja fast 40 Tracks. Ich glaube, es sollen ja auch 40 Tracks. Ich muss, bevor ich dir freien Lauf lasse, muss ich sagen, also an sich macht es mich sehr, sehr happy, dass die Chili Peppers jetzt gerade in ihrem Alter, wo sie jetzt gerade auch die 60er-Marke überschreiten, halt so in der Besetzung halt zurückgefunden haben und wieder Mucke machen. Und wir haben uns das Ganze ja auch live gegeben dieses Jahr. Bei den Alben, es war halt einfach ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also wie gesagt, das erste Album, da waren wirklich noch so ein paar Tracks, die mich auch voll abgeholt haben. Natürlich so Black Summer und so oder These Are The Ways oder die anderen Singles, Poster Child, glaube ich. Aber so die zweite Platte ist bei mir dann auch wirklich nur noch so vorbeigedudelt, so muss man sagen. Jetzt hast du mir natürlich die ganzen schäbigen Sachen nur noch gelassen, weil die schönen Sachen, über die man sich freuen kann, hast du jetzt alle abgehalten. Die würde ich halt komplett so unterschreiben und ich werde sie gleich nochmal betonen am Ende, weil das ist was man nicht vergessen darf. Die machen jetzt seit, also zumindest Anthony und Flea, seit Anfang der 80er diese Band. Das sind jetzt 40 Jahre. Und Jesus, mit John und Chad dabei, mit Unterbrechung natürlich, seit 89. Von daher, dass die wirklich jetzt zusammen noch Musik machen und auch wieder eine so zusammen gefunden haben, ist halt für mich, für die das die eine Band ist, wo die außerhalb von Bands steht, noch über allem anderen, halt erstmal eine sehr gute Sache. Es kommt ganz viel zusammen. Es ist zu viel erstmal auch, einfach in der Summe. Ja. Aber andererseits kannst du auch sagen, Stadium war auch super lang. Das ist für mich so, dass der Maßstab für Gitarrenmusik bis heute überhaupt.
dann kommt eher dann das, wo sind die Unterschiede bei den beiden Platten? Das ist, dass bei Unlimited Love und Dream Canteen viele Songs auch einfach noch nicht fertig klingen. Ja. Dass auf man das Fall. Gefühl das hat. Du merkst voll. Es ja. bei Dream Canteen teilweise, wenn dann noch so Pads reinkommen, es macht total Sinn sofort und an anderen Stellen bei beiden Alben fehlt es einfach, wo es wirklich sehr danach klingt. Was mir halt direkt schon aufgefallen ist bei Black Summer, habe ich gedacht, okay, die gehen sehr auf so Proberaum-Sound, möglichst wenig Overdubs und alles. Ist dann ja auch so gewesen, aber es war halt noch weniger, als ich gedacht hätte. Und es funktioniert dann teilweise nicht unbedingt. Das größte Hindernis für mich ist Anthony. Und das tut mir wirklich leid, weil die letzten beiden Alben hatte ich das Gefühl, was die Vocals angeht, so stimmlich, eigentlich wirklich auf seinem absoluten Top-Level. Mhm. Ich habe ihn nie so stark gehört wie auf den beiden letzten Alben davor. Aber hier ist es irgendwie, es wirkt so noch wie in der Probe, so ein bisschen. Auch die Texte so sehr weird und unfertig, haben manche auch gesagt, ja gut, aber der schreibt halt sehr so eine dadaistisch auch. Und wer das sagt, der tut ihm halt echt Unrecht, weil er so viele starke Texte auch geschrieben hat, wo du auch weißt, worum es geht und clevere Worte und sowas alles. Und das fehlt halt hier weitestgehend und die Melodien sind auch einfach, sind nicht so da. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, wie die Platten auch entstanden sind, dass sie erstmal ganz, ganz viel geschrieben haben, geschrieben. Und er hat ja auch gesagt, er ist mit den Lyrics und den Vocals nicht hinterhergekommen, weil die anderen so viele Songs gemacht haben, dass er auch nicht revisited hat, was er sonst macht. So sind einfach ganz viele Sachen dabei, die auch so unfertig sind und so, dass in der Summe, dass es dann auch echt für mich nicht drin war, irgendwie zu hören. Und ja, alleine, dass ich Dream Canteen nicht am gleichen Tag noch fertig gehört habe, sondern nach irgendwie knapp anderthalb Monaten erst und so, das sagt eigentlich alles. Aber wie gesagt, sie machen zusammen Musik. Das ist sowieso was ich nie für möglich gehalten hätte mehr. Ich habe sie nochmal live gesehen in der Besetzung, was ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Von mir aus können die jetzt auf dem Level auch gerne dann weitermachen. Dann bin ich trotzdem jedes Mal ein bisschen sehr traurig dabei, aber ich freue mich für die dann trotzdem einfach auch. Wie man allerdings sehr guten Doppelalbum beziehungsweise zwei Alben in einem Jahr rausbringt, das hat uns der gute Jack White gezeigt, der uns mit Fear of the Dawn und Entering Heaven Alive gleich zwei sehr, sehr gegensätzliche, aber trotzdem sich schön ergänzende Alben gezeigt hat. Wir hatten auch das große, große Vergnügen, ganz, ganz spontan ihn live zu sehen. Schön war es, ganz, ganz toller Abend. Da war ja das zweite Album noch gar nicht raus, da hat er so einen kleinen Einblick gegeben. Das war einfach auch eins der geilsten Konzerte dieses Jahr, muss ich sagen. Ja, ist halt eine lebende Legende der Rockmusik, mit Songs für die Ewigkeit und die mal wirklich live zu hören, haben wir auch gesagt, okay, jetzt, da kann man die noch hören, so wie Seven Nation Army, halt tot gespielt bis zum geht nicht mehr, aber wenn er den dann macht, dann ist es trotzdem krass. Und es ist schön zu sehen, wie sich wirklich so zwei sehr unterschiedliche Alben, so eins wirklich sehr brachial, eins so sehr zurückgenommen, folkig, dann live trotzdem sehr gut ergänzen zu allen. Ne? Auch das fand ich einfach ganz, ganz stark. Und somit ist Jack White einer unserer ganz persönlichen Helden in diesem Jahr. Das auf also jeden lieber Fall. An Jack White, wenn du zuguckst, lass doch mal ein Follow. Abonnier den Kanal. Genau. Weitere Rock-Legenden, die in diesem Jahr zurückgekehrt sind. Placebo haben eine ganz, ganz tolle Platte rausgebracht. Never Let Me Go. Wir haben die Platte zusammen im Auto gehört. Ja, nach dem ersten Auftritt, den wir dieses Jahr hatten. Genau, ja, das war schön, ja. Du kamst zwischendurch aus dem Staunen nicht mehr raus, als der ganze Block in der Mitte kam. Ganz, ganz tolle Platte. Placebo, Never Let Me Go. Und auch die Black Keys haben in diesem Jahr noch eine weitere Platte. Wirklich, die sind ja auch aktuell sehr, sehr produktiv mit Output und so. Dropout Boogie, noch ein bisschen bluesiger geworden, haben wir auch letztens noch zusammen gehört. Wir haben sehr viel Platten zusammen gehört. Ist auch mal schön. Ist auch mal schön. Haben wir, glaube ich, beim Battlefront zocken oder so gehört. Ja, Battlefront und FIFA. Battlefront und FIFA zocken. Richtig Oldschool Session mit Black Keys. Hat sehr gut funktioniert. Ja, auch in diesem Jahr haben wir ein paar ganz, ganz besondere Entdeckungen gemacht und deswegen wollten wir euch auch noch so ein paar kleine Geheimtipps von uns mitgeben. Manuel, wen hast du denn in diesem Jahr lieben gelernt? Okay, lieben gelernt. Ich habe ja relativ viele in meinen Top 9 drin, deshalb ist ja jetzt gar nicht so viel, was ich jetzt so hier direkt schon verraten kann. Ich würde auf jeden Fall Yes We Mystic noch rausheben, die sich aufgelöst haben. Also wenn ihr die mal sehen wollt, ihr kommt zu spät. Ich habe sie auch nicht live gesehen. Aber Trustfall, ich meine, die hatten sich auch quasi schon aufgelöst und haben gemerkt, okay, wir haben doch noch ein paar gute Songs. So, lass sie doch nochmal rausbringen. Und ein tolles Album. Also auch, glaube ich, für jeden von uns auch so ein bisschen was dabei. Stilistisch so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, wer uns gut findet, kann da auf jeden Fall auch mal reinhören. Halt auch, weil es eine kleine Band ist, die jetzt auch nichts mehr macht. So quasi das letzte Statement. Und alleine dafür, finde ich, sollte man da mal bisschen reinhören.
Mich hat eine Band dieses Jahr ganz krass in ihren Bann gezogen, als ich sie das erste Mal live gesehen habe. Und zwar sind das Just Mustard. Die habe ich vor Fontaine CC in der Live Music Hall gesehen. Und ich habe es eher selten, dass Support-Bands mich so komplett umhauen, dass selbst die Hauptband dann ein bisschen alt dagegen aussieht. Oh, krass. Und ja, Just Mustard haben auch in diesem Jahr ein tolles Album namens Heart Under rausgebracht. Und man kann es so ein bisschen als einen sehr atmosphärischen Rock bezeichnen, der auch so ein bisschen eine leicht spookige Art hat, in den man aber komplett reingezogen wird. Also wenn ihr Just Mustard nicht kennt, dann würde ich euch fast empfehlen, geht als erstes auf ein Konzert von denen. Lasst euch da einfach mal komplett von beeindrucken, komplett reinziehen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, Musik zu machen. Und das habe ich selten so erlebt. Ich habe die Band dann auch nochmal später im Jahr im Art-Theater gesehen. Absolut krass beeindruckend, atmosphärisch, groovig, anders vor allem. Ja, groovig und anders. Ich habe, glaube ich, echt nur noch eine Band und das ist auch nicht mal Geheimtipp oder sonst irgendwas. Es geht um Black Country New Road, die ja jetzt auch quasi vor ungewissen Zeiten so ein bisschen stehen, ohne Frontmann und so. Aber die mit Ernst From Up Here auch ein Album rausgebracht haben, das ich am Anfang auch in meinen Top 9 auch hatte und auch gesehen habe. Aber ich habe es dann doch zu wenig gehört am Ende. Das ist halt schon anstrengend zu hören, so auf die Dauer. Aber klasse, lohnt sich auf jeden Fall auch. So ein bisschen, wer dieses Jahr erst enttäuscht von Arcade Fire war und dann keinen Bock mehr auf Arcade Fire hatte irgendwie, sollte da mal rein. Und es ist eine ganze Ecke alternativer, das auf jeden Fall. Aber auch von diesem ganzen Arrangement, du weißt, was ich meine, ja. Steckt da auch eine Menge drin, was man da dann wieder findet, was einem dann auch gefällt, so wie es mir gefallen hat. Eine Band, die mich dieses Jahr gleichzeitig sehr fasziniert hat und dann auch ein bisschen enttäuscht hat, das sind Port Noir, die mit ihrem Album Cuts dieses Jahr um die Ecke gekommen sind und eigentlich einen unfassbar geilen Mix-Up liefern, so aus Rock, Hip-Hop, R&B, sehr pulsierende Beats, ganz hat eine gute Energy, krasses Drumming, sehr wiedererkennbare Stimme und das Ganze hat auf in den Singles unfassbar gut funktioniert. Leider nur auf Platte haben sie sich manchmal so ein bisschen wiederholt, aber dennoch bietet diese Band einen so unfassbar frischen Sound, den ihr wahrscheinlich wirklich noch nicht so gehört habt. Deswegen Cuts von Port Noir auf jeden Fall mal hören. Ganz tolles, modernes Rockalbum mit einem ganz, ganz frischen Sound. Auf jeden Fall mal auschecken. So, Marlin, du weißt, du bringst hier immer die... Lach nicht. Du bringst hier immer die Vinyls mit. Ja. Das ist auch sehr schön. Nun habe ich ja keine wirkliche Vinylsammlung, weil ich keinen Vinylspieler habe. Und über wenn dich. Ich eine Vinyl habe, dann lasse ich die weggepackt. Aber ich habe natürlich auch ein paar CDs. Und ich konnte mir den Spaß nicht nehmen lassen. Frisch aus Schweden. Diese hier müssen. Was sind die denn gerade hergezogen? Unter deinem Pullover? Ich sehe gar nicht, was es ist. Was ist es? Oh mein Gott! Du. Blalala. Ja, musste rein. Ne? Ist nicht nur, weil das unser Insider des Jahres die ganze Zeit ist, dass wir es, glaube ich, das halbe Jahr immer gemacht haben bei jeder Gelegenheit. Bei jeder Probe, die anderen so, was? Ja, aber damit hört es ja gar nicht mal so auf sogar mit den Bezügen zu dir. Weil, also wenn ich August irgendwie entdeckt habe durch Pretty in Noise, das eine Mal, wo ich in diesem Jahr bei Facebook war, dann habe ich Skinty Fia natürlich dadurch entdeckt, dass du über I Love You damals bei Morkau geschrieben hast. Das glaube ich somit als eine der allerersten Sachen, die du da gemacht hast. Ich weiß nicht, wie ich das gehört habe und das las ich halt und gesagt, okay, politischer Text und so und irgendwie musikalisch klang das interessant. Hm. Und ich reingehört und war so, oh mein Gott! Direkt, also, ne, Fontaines habe ich natürlich auch davor schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und so. Hm. Du hattest sie ja auch schon 2020, meine ich dann auch. Genau, ja, ich hatte Heroes Death. Genau, Heroes Death hatte ich auch schon drin gehabt. Hatte ich auch schon gefeiert. Also der Name war natürlich schon irgendwie in meinem Kosmos so da, so ein bisschen reingehört, aber noch nicht so komplett, dass ich jetzt so gerade, oder check ich mal irgendwie alles aus oder so. Aber nach der Lead-Single war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis ich dann mir auch den Rest des Albums anhöre, also quasi am Release-Tag. Ja, und jetzt ist es mein Platz 6. Sehr, sehr gutes Album, finde ich. Das sind so Momente, die machen mich sehr, sehr glücklich hier. Das glaube ich. Mein Take, und das werde ich nicht das letzte Mal gesagt haben heute, ist, ich hätte die Track-Reihenfolge ein bisschen anders gemacht. Okay. Weil ich finde, nach Inagrias hätte ich tatsächlich Jackie gemacht, aber auch nur, weil ich das selber irgendwie mal so ähnlich gehandelt habe. Du hast irgendwie was so super sphärisches, experimentelles, danach irgendwas straightes, was ballert. Mhm. Danach fährt das Album erstmal ja wieder so ein bisschen runter. Ja. Und ich fände es eigentlich geiler, wenn die noch ein bisschen da im Tempo da geblieben wären und so. Also vom Pacing her, finde ich, hätte man das vielleicht ein bisschen anders strukturieren können. Das ist zumindest mein persönliches Gefühl da. Nimmt jetzt aber auch nichts weg, dass die Tracks an sich natürlich super sind. Absolut. Und gerade in der zweiten Hälfte
dann echt nochmal einige richtige Bretter halt auch da sind. Ich fand die Platte übrigens auch ganz gut. Cool. Ich muss gerade überlegen, was bei mir als nächstes kommt. Ah, ja, das kommt als nächstes. Ja, sorry, da bin ich ein bisschen abgedriftet. Ach, scheiße, nein. Ja, das andere große rote Album in diesem Jahr. Und wir haben es eben auch schon ein bisschen zusammen befummelt. Allein dafür müsst ihr euch diese Platte kaufen. Ja, Pianos Become the Teeth mit ihrem Album Drift. Absoluter Band-Favorite auch so bei uns. Also irgendwie ist es in der Band ja sehr gut angekommen. So, Leo mocht es gern, du mochtest es gern. Ich das war eine der wenigen Male, wo drei Leute gleichzeitig geschrieben haben und selben Tag, hör da rein, hör da rein. Also ja, habe ich auch schon gehört. Ja, es ist irgendwie eigentlich ein relativ schwer zu entschlüsselndes Stück Musik. Also man hört die Platte erstmal und denkt sich, okay, was genau will uns die Band damit so mitgeben? Und es ist irgendwo eine sehr atmosphärische Platte. Vor allem, was an der Platte sehr beeindruckend ist, ist, wie die Band halt immer wieder verschiedene Stimmungen halt so kippen oder verschwimmen lässt, sehr viel mit Dynamiken arbeitet. Also es wird oftmals wird's sehr, sehr leise, dann wird es plötzlich wieder laut. Dann spitzen sich Songs manchmal graduell immer weiter zu, so über eine gewisse Lauflänge. Wir haben, glaube ich, die heftigste Drum-Performance des ganzen Jahres auf Drift. Das muss man wirklich nochmal festhalten. Gerade Genevieve. Ich weiß immer noch nicht, wie der Song. Ich habe mal versucht, das nachzuspielen. Es funktioniert nicht. Bei mir klingt es einfach komplett kacke. Ich kriege dieses Feel nicht hin. Ja, also wenn man Bock hat auf ein experimentelles Stück Musik, was irgendwo auch so im Emo anzusiedeln ist. Die Band kommt ja ursprünglich aus dem Post-Hardcore, es hat dann so ein paar Umwege gemacht, auch so über Emo und Indie-Rock und sind jetzt hier gelandet. Sollte sich das mal geben. Ich denke, Radiohead-Fans könnte das auch ganz gut abholen. Tolles Album, wie gerade schon gesagt, ne, drei Leute von uns haben es alle gehört, waren alle begeistert davon. Bei mir war es auch in meinen Top 10 drin, ist dann auch so wieder rausgekippt, wie ganz viele andere Sachen. Es gab einfach echt zu viel dieses Jahr, ne? Ja. Und dann ging es immer so stückweise wieder runter und runter und runter. Aber ja, sehr, sehr schönes Album. Das war ja, wie gesagt, so das größte Problem dieses Jahr, dass einfach so viele gute Sachen rausgekommen sind. Ich glaube, ich habe das erste Mal nur Platten gehabt, die ich mochte. Egal, was ich gehört habe, war alles cool. Aber irgendwas muss da jetzt noch kommen. Ein bisschen. Und jetzt kommt deshalb auch erstmal, finde ich zumindest, so die schönste Überraschung dieses Jahres. Schaut doch mal, was der Manuel für eine Platte ausgewählt hat. Ich dachte, das ist nicht noch die zweite Hälfte. Nein, aber jetzt kannst du ja fast damit anfangen, weil jetzt bin ich entspannt. Ab jetzt kommen wir nämlich wirklich so ganz in die ganz, ganz hohen Regionen bei mir dieses Jahr. Also ich habe kein Album Anfang des Jahres häufiger gehört als das hier. Ist, glaube ich, auch an einem dieser Tage rausgekommen, an denen so 3-4 Releases parallel waren. Aber beim ersten Mal auch schon direkt gemerkt, okay, das ist echt verdammt gut. Und wieso schönste Überraschung des Jahres? Man durfte ja nun wirklich nicht mehr mit einem Tears for Fears Album rechnen. Das letzte Album ist 2005 rausgekommen. 2013, meine ich, wurde das Album auch schon irgendwie angefangen zu schreiben, aber dann wieder verworfen und dann noch neue Leute rein und ein neues Label. Und könnt ihr euch selber bei Wikipedia durchlesen. Es ist anstrengend. Von daher war das eigentlich überhaupt nicht mehr, glaube ich, zu erwarten, dass überhaupt noch irgendwas kommt. Und Tears for Fears hatte ich auch wirklich schon als so eine Band, die früher aktiv gewesen ist, dementsprechend sowieso auch schon im Kopf gehabt. Und dann haben wir Ende letzten Jahres relativ viel über Tears for Fears gesprochen. Ja. Und ein paar Wochen später so, ja, neues Tears for Fears Album im Februar. Ja. So, hey, was ist da los? Beziehungsweise ich habe es sogar im Plattenladen zufällig entdeckt und dann so gedacht, hä, ist das neu? So, genau. Und dann auch so in die Gruppe geschrieben, hä, ist das jetzt rausgekommen? Was ist das hier? Was ist das? Ja, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Extrem starke Produktion vor allem auch, finde ich. Das ist ja auch was mir immer gut gefällt, wenn einem einfach richtig gut auch produziert ist. Es geht auch so ein bisschen, also man merkt so diesen Style, wo sie herkommen, ne, von sehr, sehr klar produziert, sehr, so sehr ne, kristallin so ein bisschen. Das finde ich aber ganz nice. Ansonsten stilistisch geht es halt durch alles durch. Du hast diese typischen Beatles-Anleihen, die früher auch schon gerne gehabt haben. Sagen wir mal bei Seeds of Love beispielsweise. Du hast einen Song, der klingt wie Depeche Mode. Du hast einen Song, der mit Rivers of Mercy, der nicht nur vom Titel mich so ein bisschen an Peter Gabriel erinnert. Long, Long Time ist so ein bisschen Muse in den 2010er mit ihren Dubstep-Geschichten. Dann hast du noch einen Song, der so richtig klingt wie die Musik, die bei Viva früher 2013 im Indie-Pop-Programm lief. Es geht wild durch alles durch. Aber das macht es halt auch abwechslungsreich. Das ist einfach, es klingt alles richtig gut. Und der Einstieg bei Rivers of Mercy von Gitarre und Bass ist, glaube ich, der beste
so Rhythmusgruppeneinstieg des ganzen Jahres. Es ist so unfassbar gut, alleine wie es klingt schon. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dieses Album überhaupt rauskommt. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es in meinen Top 9, geschweige denn Top 5 landet, aber here we are. Eine oder andere Stelle hätte man noch ein bisschen extremer experimentieren können, finde ich, wo sie so richtig aufmachen und so wilde Sounds irgendwie reinkommen und dann, ha, Spaß, doch, Chorus. Also da hätte ich es mir gewünscht, noch rauszugehen, beim Masterplan oder so am Ende vielleicht noch, dann wäre es garantiert noch höher gewesen, wenn wir nochmal so Seeds of Love mäßig völlig Eskalation gewesen wäre. Ja, aber es ist einfach schön, dass sie noch Bock haben. Ja, ne? Einfach so geil. Was kommt bei mir als nächstes? I have to decide what comes next. Ja, hinter uns liegt wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben nicht nur eine fantastische vierte Stranger Things Staffel bekommen, sondern wir haben von Seriendarsteller Joe Keery mit seinem Musikprojekt Joe noch sein fantastisches zweites Album Decide bekommen, das wirklich klasse ist. Und irgendwie musikalisch pendelt sich das so ein bisschen, keine Ahnung, zwischen Tame Impala und Gorillaz mit einer Menge 80s und 90s Einflüssen ein. Sehr coole Synths auch, so ein bisschen Synthwave und sowas. Es groove wie Sau, ist fantastisch produziert und ich finde es auch so schön, wie Joe Keery so seine eigene Persönlichkeit mit Joe so ein bisschen, ja, so ein bisschen durch den Kakao zieht auch und sich so ein bisschen über sich selbst lustig macht. Das Ganze immer mit so einem Augenzwinkern, das finde ich sehr, sehr sympathisch. Für die Leute, die ihn auch jetzt noch nicht so als Musiker kennen, er tritt auch immer so in Verkleidung auf, damit die Leute nicht nur zu den Konzerten kommen, weil er halt Joe Keery ist, sondern ihm ist es halt wichtig, dass es um die Musik und nicht um die Person geht. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Art, wie er damit umgeht. Und ey, wenn ihr Joe noch nicht kennt und seine Musik, dann checkt die auf jeden Fall aus. Decide, ganz, ganz tolles Album. Mein Platz 5. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Willkommen zurück. Jetzt erstmal eine Pizza. Ich weiß, du hast diesem Tokotronic-Album tatsächlich auch mal eine Chance gegeben. Ich habe und, Tokotronic gehört. Und hast dann nächtelang Albträume gehabt, da hat wie Dirk van Lofzow das ein oder andere Wort ausspricht. Ja, also... Sorry Tokotronic-Fans. Nee, man muss dazu sagen... es ist auch nicht ein Album, das ich als Einstieg empfehlen würde, weil also es ist schon sehr Tokotronic an der einen oder anderen Stelle, halt vor allem mit den Wörtern, wie du betonst, sei es die Siegessäule oder die Champignons und das alles, immer so leicht angetrunken. Nee, aber es ist, wenn man dann so ein bisschen reinkommt und das bin ich dann auch beim zweiten oder dritten Hören, dann spätestens auch, nachdem ich erst so dachte, oh ja, das davor war aber besser, ist es halt auch. Dann ist es aber trotzdem ein ziemlich gutes Album mit vor allem einigen extrem starken Highlights, sei es natürlich den Titeltrack traurigerweise auch oder Crash, was witzigerweise ja dafür, dass das Fake Doors, dass ich da so ein bisschen Tokotronic im Kopf hatte. Mhm. Und dann bringen die einen Song raus, der die Gitarre hat, die so super Fake Doors mäßig. Ich dachte so, ja, geil. Hoffnung natürlich, 2020 habe ich den nicht gehört, als der rausgekommen ist. Wäre natürlich eigentlich ideal gewesen, hat ja auch in die Zeit gepasst so, und das war auch das Ding. Mhm. Aber gerade mit so einem Nachgang dann auch immer noch extrem krasser Song, so einfach. Ja, viele, viele schöne Songs und vor allem natürlich muss man mal sagen, dass der Herr McPhail einfach, glaube ich, einer der besten Gitarristen ist, die so in Deutschland rumlaufen. Also was an Gitarren auf diesem Album einfach abgeht, das ist so unfassbar schön, sich anzuhören. An Soundgeschichten, dann ständig diese Whammy-Bar-Geschichten dann noch mit drin und das alles. Alleine dafür lohnt es sich für mich natürlich als Gitarrist sowieso, die Sachen zu hören. Das fand ich auch gut. Ja, ne, das fandst sogar du gut. Fand ich auch gut. Und die anderen Sachen mag ich sowieso bei ihnen. Von daher, ich würde immer noch sagen, Die Unendlichkeit ist als Einstieg immer noch ein bisschen besser und auch generell für mich ihr bestes Album so bisher von allen, die ich gehört habe. Aber Nie wieder Krieg ist halt trotzdem ein sehr gutes, bisschen erdigeres Album von Tokotronic und ihr könnt euch mal die Release-Show angucken, wenn die noch bei YouTube sein sollte, weil da geben einem einige Songs nochmal so ein bisschen mehr runter. Also wenn die alle zu viert nur so im Kreis stehen, nur so ein bisschen beleuchtet und so und dann diese ganzen Songs spielen, gerade die Balladen von dem Album, das ist dann wirklich echt Gänsehaut. Alrighty, kommen wir zu meinem Platz 4 und ich mache jetzt mal keine dumme Überleitung. Ich bin schon zurückgewichen. Du warst schon so im Abwehrmodus. Nein, von der Band, die auf Platz 4 ist, habe ich heute sogar das Bandshirt an. Und diese liebe Kölner Band möchte ich ganz herzlich grüßen.
So, der inoffizielle Emo-Beauftragte der Band schlägt wieder zu und hat euch Electric Sleep von Between Buddies mitgebracht. Das schönste Pressing auf jeden Fall in diesem Jahr. Ich hole sie mal kurz raus. Woo! Vinyl-Porn. Electric Sleep ist, glaube ich, im September rausgekommen und ich habe das Album gehört und es ist Schritt für Schritt immer weiter auf meiner Liste nach oben geklettert und ja, sie präsentieren uns auf ihrem Debütalbum auch, also wirklich krass. Einen ganz tollen Mix aus Indie, Punk und Emo mit einer sehr scheppernden Produktion. Also da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber vom Songwriting her ist es einfach unfassbar. Also gerade so von der Melodieführung, die Gitarrenmelodien und so die Gesangsmelodien, die bleiben dir einfach so hart im Kopf. Also mir ist aufgefallen, ich habe immer wieder verteilt über den Tag angefangen, die Songs zu singen, hatte die dann noch im Ohr, so als ich kurz bevor ich schlafen gegangen bin. Und wer jetzt noch nicht von meinen Worten überzeugt wird, der sollte sich definitiv einfach mal die Singles anhören. Ambulance, On a Grave, Towards the Light, Stronger Than Me, und dann werdet ihr sowieso schon das ganze Album hören wollen. Ein paar musikalische Besonderheiten von dem Album sind unter anderem auch noch die Stimmvielfalt. Also wir haben drei verschiedene Gesangsstimmen, die sich gegenseitig immer so ein bisschen den Ball zuspielen. Und eine ganz, ganz besondere Sache an dem Album ist auch so ein ganz, ganz interessanter, ja, E-Piano-Synth-Sound, der so ein bisschen Lo-Fi-mäßig klingt. Und wenn man die Platte ein paar Mal gehört hat, dann weiß man auch, ah ja, genau, das ist der Between Buddies Synth-Sound, so genau der ist es. Und ja, nur einige von vielen tollen Dingen, die auf dem Album abgehen. Ganz sympathische Band, ganz tolle Live-Band. Also Between Buddies werden hoffentlich noch sehr, sehr weit kommen, durften dieses Jahr auch schon einige nice Support-Slots zocken, unter anderem für Press Club, wo ich sie auch sehen durfte. Also ich bin einfach hin und weg, einfach ein Album, das mir dieses Jahr sehr, sehr viel bedeutet hat und wirklich nur ganz, ganz haarscharf an den Top 3 vorbeigeschraubt ist. So, wir haben dieses Jahr, Manuel, wir haben dieses Jahr eine Neuerung dabei. Eine Neuerung? Was denn für eine Neuerung? Wir haben eine ganz tolle Neuerung dabei und zwar kriegt ihr nicht nur unsere Lieblingsalben, sondern auch von unseren beiden Bandkollegen. Die haben uns so ein bisschen durchgegeben, was die dieses Jahr so gerne gehört haben. Leo hat uns folgende vier Platten durchgegeben und wir stoßen jetzt hier direkt schon auf bekanntes Terrain, denn er hat uns ebenfalls Drift von Pianos Become the Teeth durchgegeben und hat uns da gesagt, und zwar hat er die mystischen Melodien und den schönen experimentellen und atmosphärischen Sound gelobt und seine Lieblingssongs waren da Genevieve und Mouth. Eine weitere Platte, die er genannt hat, die wir ebenfalls schon hatten, ist Hugo von Lolcana, wohin vor allem die, das mit dem Ablesen ist so witzig hier, ne? Wohin vor allem die interessanten Beats und die schönen Collabs abgeholt haben. Ebenso die emotionalen Texte und seine Lieblingstracks waren da Hate und HGU. Seine dritte Platte, die er uns genannt hat, ist Expert in a Dying Field von The Beths. Da ist ein Track drauf, der nennt sich Silence is Golden. Den fanden wir auch ziemlich gut. Der, ne, ist gar nicht mal so schlecht. Boah. Was für ein Brett einfach. Megasong, ja. Boah, ich weiß noch, wie wir den das erste Mal gehört haben auf dem Weg zum Hurricane. Der kam aus dem Grinsen nicht mehr raus und ich dachte nur so, ey Mann, man muss diesen Song hören. Ja, hast du mir, glaube ich, sofort geschickt. Und ich so, ah, das ist der beste Beth-Song aller Zeiten. Und so, ja, naja, ja, die Beths sind einfach eine Band, die nach wie vor einfach mit ganz, ganz starken Singles überzeugt. Ich glaube, Leo auf Albumlänge noch einen Tacken mehr als uns einfach. Wir mögen es natürlich auch und hören die Platten auch. Ich glaube, er ist dann noch mehr Fan einfach als wir. Aber auch, wie immer, ne, gute Texte, gerade der Titeltrack, finde ich. Ja. Und Silence is Golden ist einfach so ein geiler Song. So witzig. Einfach einen frechen, gute Laune Indie hat er so. So kann man es natürlich auch nennen. Genau, und dann kommen wir mit der nächsten Platte auch in so einen kleinen Pop-Block rein. Pop-Block, das reimt sich auf Cock-Block. Wollte ich noch mal kurz nennen. Ein Pop-Block, der aus zwei Platten besteht, ne? Und zwar Multitude von Stromae. Ja, ist eigentlich Multitude oder Multitude? Multitude. Je ne sais pas. aber auf jeden Fall, Stromae, auch ein Künstler, der ganz, ganz viele Sounds und Genres miteinander verbindet. Ich glaube, das ist auch was ihm da auf jeden Fall natürlich gefällt. Gerade ne, Beats und traditionelle Instrumente zusammen. Ja, Santé, Alter, Santé, aber auch L'Enfer beispielsweise. Ja, oh. Ist auch riesig. Viele Joie, hatte Leo auch gesagt, fand er auch richtig gut. Und ich glaube, Mon Amour noch. Ja, ganz. Nee, also ich habe das Album auch schon so ein Stücken gehört. Ich muss auch noch mal auf jeden Fall ganz hören. Ja,
Brett. Wenn wir schon mal dabei sind, also so wahnsinnig viele Popplatten haben wir jetzt auch noch nicht außerhalb der Top 10. Ich würde einfach gerne kurz das Charlie XCX Album erwähnen, also Crash. Einfach weil ich da auch ewig gewartet habe, okay, kommt da mal was, was ich irgendwie in meine Top 9 packen kann und so. Dann hatte ich es drin, jetzt habe ich es wieder raus. Aber ich möchte es trotzdem hervorheben, weil einige Songs gefallen mir sowieso sehr gut und Lightning ist hands down der bestproduzierteste Song des Jahres. Es gibt keinen Song, den ich gehört habe das ganze Jahr über und der kam Anfang des Jahres schon raus, wo ich gedacht habe, Alter, ist das geil produziert. Einfach so einfallsreich und so gut klingt dabei. Irre, komplett irre. Achtung, Hot Take. Wir liefern die Hot Takes am laufenden Band. Ich hatte es ja eben bei Between Buddies kurz angesprochen. Ich bin ja so ein bisschen der Emo-Beauftragte in der Band. Und dementsprechend kommt jetzt von mir noch eine kleine Zusammenfassung, was so in der Emo- und Punk-Welt abgegangen ist. Ich lehne mich mal zurück. Machine Gun Kelly, ne? Ja, Alter, da bin ich sofort da. Das ist doch unser Lieblingskünstler. Nächstes Jahr, große Tournee, wir sind am Start mit Gesichtstattoo. Sofort Abbruch, sofort Abbruch. Ne, jetzt mal im Ernst, also was waren jetzt wirklich gute Sachen, die ich nicht mitgekriegt habe? Fangen wir einfach mal mit einer Band an, die dieses Jahr einen ganz schönen Hype erzeugt hat, nämlich Press Club aus Australien, die ja quasi nach 3 Jahren jetzt endlich ihre neue Platte Endless Motion rausgebracht haben. Ich habe sie im ausverkauften MTC gesehen und war völlig platt, dass die Band mittlerweile so groß geworden ist. Und die Platte ist wirklich wunderbar, geht richtig, richtig gut nach vorne, hat tolle Gitarren, treibende Drums, wirklich sehr viel Herz, das man da spürt. Und man kauft der Band einfach jede Zeile ab. Und es ist einfach schön, Bands mit so viel Dedication zu sehen. Dass wir sowas aber nicht nur aus Australien bekommen, sondern auch hierzulande, zeigen folgende 3 Alben, die ich jetzt mal ganz kurz im Schnelldurchlauf bespreche. Zum einen Anthems for the Week von Cadet Carter, eine Band, die ich dieses Jahr auch sehr ins Herz geschlossen habe, mit denen ich auch ein Interview geführt habe, zu denen ich eine Review geschrieben habe. Ganz, ganz tolle Band für Fans von Jimmy Eat World, The Get Up Kids. Die werden da sicherlich ihre Freude dran haben. Dann haben Hippie Trim aus Köln ihr 2. Album abgeliefert, die ja immer so ein ganz, ganz besonderes Gespür dafür haben, was die Szene so gerade braucht. Und das ist ganz toll, dass die da so schöne Musik abliefern und eigentlich so ein bisschen aussehen. Also wenn man sich mal so Musikvideos anguckt von denen, zum Beispiel von der ersten Platte von Can't Stop, dann ist das auch so der Vibe, den man zu denen im Kopf hat. Und dann hat man jetzt zur neuen Platte Videos wie zu Hooked on You. Und da kommt so ein ganz krasser Gegensatz, der aber gleichzeitig super funny ist, aber irgendwie die Band auch sehr, sehr liebenswert macht. Und die Platte ist einfach der Wahnsinn. What Consumes Me auf jeden Fall auschecken. Und eine Band, die mir ganz persönlich noch am Herzen liegt, das sind Shoreline aus Münster, die mit Growth ihre 2. Platte rausgebracht haben. Ganz persönlich im Herzen, weil Sänger Hansol auch eine POC ist und mit dem Song Konnichiwa, der auf der Platte ist, auch Leuten, die POC sind, in der Musikszene irgendwie eine Stimme gegeben hat. Nicht nur deswegen, aber auch sehr viel deswegen ist Growth einfach eine unfassbar tolle Platte, die Weiterentwicklung von einer wirklich talentierten Band zeigt, die ich dieses Jahr einfach 3-mal live gesehen habe und auch noch ein 4. Mal dieses Jahr live sehen werde, worauf ich mich sehr freue. Also Shoreline mit Growth, auch ganz, ganz toller Output aus der Emo-Ecke hier in Deutschland. So, jetzt haben wir mal einen Emo-Teil geschafft. Bleiben wir aber mal bei Sachen, die ihren Ursprung in Deutschland haben. Ja, oder zumindest deutschsprachig sind. Muss man mal ganz, ganz vorsichtig sein bei Bilderbuch. Oh, stimmt. Die alten Österreicher. Ja, gelb ist das Feld. So ist es nämlich. Gelb ist es, ja. Gelb ist es. Gut ist es auch. Ja, ein Album, das wirklich mehr so ein Vibe ist, ne, für ihre Verhältnisse. Also das ganze Konzept an sich ist da natürlich schon ein Experiment. Aber in diesem Experiment selber finden nicht so viele Experimente statt. Ne? Sondern es geht relativ geradlinig, so straight, so early 70s, late 60s mäßig einfach durch. Ist aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Aber es ist wirklich mehr so ein Mood-Album. Und ich glaube, ich habe es erstmal auch gehört und ich fand es auch direkt cool, aber es ist auch nicht direkt mal gehört. Höchstens, weiß nicht, beim Bügeln gefühlt so ein bisschen mäßig. Und du hast, glaube ich, mal erzählt, boah, ich habe es erste Mal gehört, bin ich gerade morgens los und die Sonne ging auf und genau, so. Und ich habe gedacht, ja, das ist genau die Situation, in der man dieses Album hören muss. So, wenn gerade wirklich so man in so einer Szenerie quasi drin ist und so, dann ist es wirklich richtig toll. Es war aber auch so ein gechillter Morgen. Ich musste zwar los und es war wirklich gottlos früh. Es war, glaube ich, 6 oder 7 Uhr, aber trotzdem, genau dann hat es so gut funktioniert. Also hört, gelb ist das Feld.
Morgens. Genau. Habe ich auch noch auf Rückfahrt aus Münster gehört. Und weißt du, was ich vorher gehört habe, bevor wir dann nach Münster gefahren sind? Da habe ich das Album von Die Nerven gehört. Ah, okay. Ja, so schließt sich der Kreis. Dass du die Nerven vom Gig hattest. Ich hatte gar keine Nerven mehr von dem Gig. Nee, das ist ein anderes Thema. Die Nerven, Max Rieger. Ich habe dir nur eine Nachricht geschrieben, da, Junge, die Nerven. Und das war halt, jedes Wort habe ich davon so gemeint, von diesen drei Wörtern. Was ein Album. Rau, politisch, gesellschaftskritisch, wahnsinnig bombastisch teilweise auch. Das habe ich auch gesagt, musst du dir auf jeden Fall mal anhören, weil ich glaube, dass dir da vielleicht auch der ein oder andere Track gefallen könnte. Mhm. Ganz, ganz, ganz stark. Ja, und Max Rieger etabliert sich wirklich gerade so auch als einer der Go-To-Produzenten in der deutschen Indie-Szene, finde ich. Gerade deshalb bin ich gespannt, was da in den nächsten Jahren von den Jungs und auch von ihm dann da noch so zu erwarten ist. Manuel, du bist ja so ein alter Gangster-Rapper, ne? Die Straße hat mich geboren. So sieht's auch aus. Uff. Mit dem Pulli. Ich habe mir nur gedacht, wir können ja einfach auch mal noch so ein paar internationale Rap-Platten erwähnen, wo wir gerade schon internationale Pop-Platten hatten. Lass mal zwei machen, die ein bisschen schneller gehen. Das eine ist Mad My I See Your Future von Denzel Curry. Auch ein Album, das du, Leo und ich gehört haben, was wir alle ganz cool fanden. Bei mir natürlich auch, vor allem bei Robert Glasper drauf ist ein bisschen, das ist für mich immer das Argument für alles, sobald Robert Glasper drauf ist. Was mich gleich zum zweiten Album bringt, denn der hat ja jetzt Black Radio 3 mittlerweile rausgebracht. Fand ich wieder besser als 2. 2 hat mich nicht so wahnsinnig abgeholt. Das erste ist halt ein Klassiker, so, da kommt auch nichts dran. Aber das dritte war jetzt schon wieder deutlich ein Step drüber. Das wären so zwei Alben, die ich mal so ganz schnell abhandeln würde. Weil jetzt kommen wir noch zu einem, über das ich ein bisschen ausführlicher reden muss. Es wird nicht so Chili Peppers ausführlich. Es ist eine andere Problematik dabei. Wir kommen zu Kendrick und Mr. Morale and the Big Steppers. Auch jemand, den ich natürlich immer sowieso ganz ohne. Also ein Album des Jahrzehnts bei mir gewesen, drittes Album des Jahrzehnts und so weiter. Das neue Album finde ich gleichermaßen beeindruckend wie frustrierend an anderen Stellen. Und das fasst es sehr gut zusammen, auch bei mir. Also, ich habe mich auch schwer getan. Okay, wie fasse ich es gut und knackig zusammen, damit das nicht so ausufert wie gerade eben? In den starken Momenten sind die Instrumentals für mich wirklich so T-Pap-Level. Ne? Der Titeltrack beispielsweise, Worldwide Steppers und auch der Opener vor allem, United in Grief, finde ich so krass, sehr Radiohead-mäßig. Ja. Dann aber halt auch Songs, die so sehr poppig sind, die auch ganz okay sind, die für mich aber dann so ein bisschen runtergehen, aber ist auch noch in Ordnung. Das größte Problem für mich, weshalb ich es nicht in meiner Top 10 habe, sondern es echt nur auf Platz 11 gerade und mir überlegt habe, sind eher so einzelne Songstellen. Echt so diese ganzen pandemischen Geschichten irgendwie. Einfach deshalb auch, weil quasi jeder, wenn du in den YouTube-Kommentaren guckst, ist es ein großer Spaß, weil von Leuten, die morgen am liebsten das Kapitol stürmen würden, bis Leute, die in der Schlange stehen, um sich endlich ihre dritte Impfung geben zu lassen, fühlen sich alle abgeholt und fühlen sich alle angesprochen und bestätigt. An manchen Stellen hätte ich mir es gewünscht, es wäre einfach ein bisschen klarer, weil niemand kann so gut klar mit Worten umgehen und wie er weltweit so eigentlich gerade und als jemand, der sowieso immer gesellschaftskritisch schreibt und das mit wahnsinnig starken Worten macht, da so halbgar irgendwie hinzuschmeißen, dass man jetzt nicht weiß, okay, was soll das jetzt? Wie ist das jetzt gemeint und sonst irgendwas? Das wäre ganz gut. Es muss nicht bis ins kleinste Detail irgendwie Genius ausnotierbar sein, so darum geht es mir nicht, aber so als Statement wären das einfach wichtige Dinge für mich auf dem Album gewesen. Trotzdem ein Album, das extrem relevant ist, weil Rapmusik natürlich nach wie vor so ein Genre ist, wo toxische Männlichkeit gerade auch immer wieder noch ein Thema ist. Ne, wie auch selber sagt, echte Männer gehen nicht in Therapie. Und dann aber das ganze Album sich darum dreht, okay, Trauma, Traumabewältigung, ich muss in Therapie gehen. So, ich habe selber so viel toxische Männlichkeit verinnerlicht und so, und ich muss das loswerden. Das finde ich einfach extrem wichtig. Und Auntie Diaries, ne, also wie er es jetzt gemacht hat, kann man darüber streiten, aber so die Intention ist halt super. Mhm. Komm, Manuel, deine Chance auf eine schlechte Transition. Du willst eine schlechte Transition von mir? Das ist unfair. Denn, und du wirst dich vielleicht erinnern, ich habe auf diese Transition, die jetzt kommt, ungefähr ja dann 343 Tage gewartet darauf, dass ich hier sitzen kann. Scheiße, jetzt kommt's. Und sagen jetzt kann, zurück. Ladies and gentlemen, it's time to get serious about autoerotic asphyxiation. Take my breath! Alle Bojack-Fans so, ha. The Return of the Funky Spider-Man. Oh. Okay, jetzt. Bitte nicht, jetzt genug der Insider. Nein, he finally did it.
Ähnlich wie bei The 1975 habe ich bei The Weeknd auch ewig lang drauf gewartet, dass mein Album bei mir irgendwie in die Top 10 kommt und nicht nur ich denke, okay, geiler Song, Rest, könnte mir nicht egaler sein, sondern dass mich mein ganzes Album abholt. Es ist jetzt natürlich bestimmt kein Zufall, dass auch das erste Album ist, das keine Trap Beats mehr hat, also gar nicht mehr, I'm sorry, aber so ist es halt. Vor allem aber natürlich kommen hier ganz viele Faktoren zusammen, die ansonsten bei mir schon mal immer gut sind. Und der wichtigste davon ist natürlich Konzeptalbum und das auch wirklich vernünftig durchgezogen. Nicht gesagt, wir haben jetzt ein Thema und dann ist das unser Konzeptalbum, sondern auch die Sachen zu verbinden. Und das ist ja nun wirklich das, was dieses Album von so ziemlich jedem anderen Release dieses Jahr unterscheidet, wenn man so die Rezension sich dazu anhört, egal welcher YouTuber oder Schreibermensch das ist, den ich so verfolge, alle sagen so, Alter, die Überleitung zwischen diesen Songs, was war da los? Und das ist wirklich total krass. Und wie geht's da beispielsweise? Ich glaube, Anthony Fantano hat das Gleiche gesagt. Ich fand Take My Breath, als der 2021 rausgekommen ist, gar nicht mal so geil eigentlich. Mhm. Und dann hörst du den im Album-Kontext und die Überleitung. Und dann denkst du so, ach du schon Scheiße. Geil. Und du hast auf einmal das Gefühl, das ist der größte Song aller Zeiten sofort. Und das zieht sich wirklich so durch. Und die, ich weiß nicht, die ersten 7 Songs oder so ungefähr, müsste das ungefähr hinkommen, sind auf, für mich auf jeden Fall echt so klar Platz 1 oder so. Danach nimmst du so einen leichten Dip, kurz bevor es dann am Ende wieder raufgeht. Aber ich finde es sehr spannend durchgezogen mit dieser Radiostation. Ist er jetzt ja nicht der Erste, der das gemacht hat. The Queens of the Stone Age beispielsweise und so. Und Green Day haben das auch mal gemacht. Aber so die Überlegung zu haben, einen Radiosender, der einem so auf dem Weg begleitet ins Jenseits, ist einfach schon so typisch The Weeknd und so völlig bescheuert. Also gut, diese Telefonnummer, die da genannt wird, die kann man ja auch wirklich anrufen und sowas alles. Ja. Und die Vocal-Einspieler von Quincy Jones und von Jim Carrey sind natürlich auch einfach sehr gut und sehr, sehr deep. Auch halt von Menschen, die halt auch älter sind, die auch was erlebt haben und so. Und dazu diese ganzen Themen, so okay, du bist alt, du blickst auf dein Leben zurück und die ganzen Regrets und was weiß ich alles, die du hast. Das mit diesem Daft Punk beeinflussten Funk-Sounds und so, das ist einfach tierisch gut und hat mir extrem gut gefallen. Tolles Album, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gespannt, was mit dem dritten Teil der Trilogie ist, wie der wird, ob der komplett anders wird, ob der mehr wird wie dieses Album oder mehr wie After Hours, kein Plan. Aber das war auf jeden Fall gleich in der ersten Woche des Jahres eine Mega-Ansage. Ja, ich hatte ja eben schon die Überleitung gemacht. Ich nehme euch mit ins Little Greenhouse. Ich muss euch jetzt in noch ein weiteres Haus mitnehmen. 1, 2, 3. Die Überleitung habe ich jetzt auch mal verstanden. War schon vorher. Ja, Harrys Haus. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Und um mal ein bisschen Kontext zu geben, so als Harry Styles gerade mit One Direction berühmt wurde, das muss ja so ungefähr 10 Jahre jetzt her sein eigentlich, da war ich in meiner richtig harten Metal-Phase und hätte mir da jemand gesagt, so in 10 Jahren, da findest du den Typen der, von One Direction, findest du mal richtig, richtig nice und der wird mal in deinen Top 3 Alben sein. Ich hätte demjenigen, ja wahrscheinlich keine reingehauen, aber auf jeden Fall einen Vogel gezeigt oder so, weil da war ich wirklich so, ey, Metal, es gibt nur Metal, habe ich damals gesagt, dass es nur Metal gibt. Metal. Genau, so war ich drauf, aber wir sind in 2022, Harry Styles hat sein drittes Album rausgehauen und ich lieb's einfach und ich hatte mit meiner Mom dieses Jahr auch diese Konversation über Harry Styles und sie war so, oh, um Gottes Willen, ich kann dieses As It Was nicht mehr hören und da war ich nur so, hör dir doch einfach mal die ganze Platte an, die ist nämlich sehr, sehr geil. Und ja, Harrys Haus ist vollgepackt mit tollen, tollen Ideen. Wir haben irgendwie so einen Mix aus Pop, Indie, Funk, Disco, Zutaten so aus allen Jahrzehnten. Das Ganze klingt super organisch und ich muss einfach sagen, in was für einer geilen Zeit der Popmusik sind wir wieder angekommen, wo so ein Dude Stadien füllt, so, der so eine Mucke macht. Ja. Und auch wirklich für die richtigen Dinge einsteht, eine super diverse Band am Start hat und da muss ich einfach sagen, ey, geiler Typ, du bist einfach ein verdammt geiler Typ, hast dir deinen Status, den du hast, absolut verdient. Wie gesagt, tut mir leid, wie ich damals drauf war und wie ich zu One Direction gestanden habe. Jetzt ist, ey, wie gesagt, deine letzten drei Platten sind einfach, wie ich einfach gerade in direkter Person so zu Harry Styles rede. Abonnier uns endlich auch mal. Genau, Harry Styles, wenn du das siehst, ich finde, du bist ein verdammt geiler Typ, du bist ein verdammt hotter Typ. So, jetzt ufert das Ganze aus und
Ja, wenn ihr Anspieltipps braucht aus der Platte, ja, As It Was werdet ihr, glaube ich, alle, wenn ihr nicht hinterm Mond gelebt habt, denke ich, die sie ja mal gehört haben, aber ansonsten Late Night Talking, Grape Juice, Music for a Sushi Restaurant, Matilda, ganz tolles Stück darüber, dass man, ja, nicht Menschen in seinem Leben behalten muss, die man, auf die man keinen Bock mehr hat. Eine Wundertüte, das Album, Harry's House, ich bin hin und weg, was soll ich sagen? Ich bin hin und weg. Ja, merkt man. Sag das mal meinem 16-jährigen Ich. Nee, lieber nicht. Der war lieber damals nicht. Auch schon größer als ja, ich. Ja. Nee, aber es ist wirklich ein prima Album. Ja. Ich habe es auch gehört, noch nicht komplett durch. Ich glaube, ich habe so 3/4, 4/5 gehört vom Album, aber die ganze Zeit so, ach ja. Yeah. Yeah. Es klingt halt auch sehr gut. Also auch eins von den Alben, die man am besten wirklich über, entweder mit guten Kopfhörern oder halt wirklich über vernünftige Boxen und dann ein bisschen lauter hören sollte. Das auf jeden Fall. Top 2. Oh, jetzt wird's richtig eng langsam. Also Dawn FM war bei mir ja schon relativ lange auch Platz 1 gewesen. Platz 1 ist überraschend bei mir auch relativ lange Platz 1 gewesen. Und ich habe tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich das Album jetzt auf Platz 1 setze. Ich habe es jetzt auf Platz 2 gesetzt. Das ist auch vollkommen okay bei dem, was so dieses Jahr alles abging und so. Und es ist halt ein Mörderbrett. Aber es ist auch ein Album, das man nicht ständig hören kann, weil dafür ist es zu heavy und das auch schon mal gleich so als kleiner Disclaimer vorab. Wir nähern uns dem Ende. Ja, sehr geil. Sehr, sehr langen Schritten und sehr, sehr langen Songs. Ja, wo fängt man? Also ich habe gerade schon so einen kleinen Disclaimer rausgehauen. Also es ist ein Konzeptalbum auch wieder, man erkennt ein Prinzip, aber wenn man irgendwie denkt, okay, irgendwie ein Album über Radiostationen, jenseits, ob das irgendwie zu hart ist, also weiß nicht, ob das jemand tut. Und ich hatte ja vorhin gerade schon so einen kleinen Disclaimer gehabt, was die Inhalte auf dem Album angeht. Und das würde ich nochmal unterstreichen an der Stelle, weil Preacher's Daughter ist nicht nur ein Album, das 1 Stunde 15 geht, mit Songs, die gerne die 7-8 Minuten Marke komplett sprengen, für die man sich also sowieso Zeit nehmen muss, sondern ein Album, auf das man sich auch textlich einlassen muss. Weil es geht um Missbrauch, es geht um Alkoholsucht, es geht um Kannibalismus, also um alles Mögliche, was man nicht so zwischendurch mal hören möchte. Es ist auch weniger wirklich so ein Album oder Songalbum als wirklich wie ein Film. Es kommt mir eher vor wie so ein 75-minütiges Drama, das dafür aber doch umso stärker reinhaut. Halt wirklich wie so ein krasser Film, den man guckt. Und man denkt, ach du Scheiße, was passiert denn da jetzt wieder? Dazu halt nur zufällig mit sensationeller Musik, die sie, soweit ich weiß, auch selbst produziert und so abwechslungsreich ist. Also alle Genres, die auf diesem Album durchlaufen werden, die mir so einfallen, ich glaube auch da, wenn man den Wikipedia-Eintrag liest, ich glaube, es ist so ein Block, nur mit Genres. Aber was mir aus dem Kopf einfällt, was ich jetzt auf dem Album höre, ist natürlich Americana, Country, Pop, Indie-Rock, Elektronik, so moderne Klangmusik, Gothic, alles durcheinander verwoben zu so einem ganz weirden, düsteren Trip, wo ein Song auch ineinander übergeht, dass man wenig Zeit hat, sowieso da irgendwie rauszukommen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Album zu hören. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Album hatte, das so heftig war, irgendwie beim Hören in diesen Listen in den letzten Jahren. Hab's halt aus irgendwelchen Gründen jetzt auch, die ich nachher nochmal klären kann, nicht auf Platz 1, aber hätte auch gar kein Problem, wenn man sagt, das ist das beste Album des Jahres. Und ich will jetzt auch nicht wissen, wie viele Sachen von dem Album wirklich autobiografisch sind. Sie hat ja auch gesagt, sie hat an dem Album so ihr Leben lang geschrieben so ein bisschen und ist ja eine Transperson aus einer extrem erzkonservativen Südstaatengemeinde, wo sie auch sagt, okay, spätestens nach dem Coming Out nicht nur als nicht straight, sondern auch noch als Transperson ist es so ein bisschen du gegen die ganze Stadt. Und die Hauptperson in diesem Album bricht ja auch aus ihrer konservativen Heimat, um dann für sich selber alles quasi noch schlimmer zu machen, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Wenn ihr es hören wollt, fangt vielleicht nicht oben bei Family Tree an, so das direkt so in die Magengrube haut, um danach dann aber den poppigsten Song des Albums zu haben, weil man auch denkt, was zur Hölle, sondern vielleicht ist es da eine gute Idee, bei Thoroughfare eher anzufangen, so 10 Minuten wirklich entspannt in den Sound reinzukommen von diesem Album. Danach wird sowieso düster genug, nach und nach, und dann, wenn man am Ende des Albums ist, dann oben anzufangen und wieder runter zu hören bis Thoroughfare. Und wenn man dann, ich glaube, Hard Times ist der Song von Thoroughfare. Und wenn man da dann angekommen ist und denkt, oh, das ist jetzt aber irgendwie doch ein ziemlicher Downer, dann kann man immer noch Thoroughfare hören. Den einzigen Song auf diesem Album, der irgendwie fast durchgängig so Happy-End-Stimmung verbreitet. Ist das was? Ist das ein Kompromiss? Ja, viele Worte für ein sehr langes Album. Es lohnt sich, aber es ist, ich kann es verstehen, wenn es nicht für jeden was ist.
She defines the only answer. Mensch, da haben wir unsere Überschneidung. Ach, guck mal, hier. Der große Bruder und der kleine Bruder. Richtig schön. Ja, was ist das in den letzten Jahren mit diesen Post-Punk-Bands? Ich finde das ganz, ganz interessant, dass dieser urbritische Sound gerade so dieses große Revival hat und erstmal so eine riesen Fangemeinde hinter sich gebracht hat und KritikerInnen weltweit feiern den Kram ja wirklich ab bis zum geht nicht mehr. Und von den CC sind da natürlich ganz vorne mit dabei und haben jetzt einfach mit Skinny 4 einfach schon ihre dritte krasse Platte rausgebracht. Und das wirklich gerade mal anderthalb Jahre nach A Hero's Death, was auch schon richtig, richtig großartig war. Und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, was so geil ist an der Platte, was mich sehr beeindruckt so an Skinny 4 ist, dass es so ganz anders funktioniert als so andere Rockalben so in dem Sinne, weil es halt nicht so viel mit Ups und Downs arbeitet und irgendwelchen Build-Ups, sondern es bleibt ja irgendwie oft so auf einem relativ gleichbleibenden Level. Aber es funktioniert halt trotzdem, weil man irgendwie diese tollen Melodien hat, diese tollen Hauptmotive, in denen man sich irgendwie so richtig suhlen möchte, so zum Beispiel bei Big Shot oder bei Bloomsday. Und gleichzeitig hat man halt diese unfassbar starke Rhythmusfraktion so aus Bass und Drums, die sich immer so reinzieht, immer so hypnotisiert. Das hast du ja auch direkt bei Jackie Down the Line. Das macht direkt Klick, ja, ne, sobald der Beat sitzt. Und gleichzeitig finde ich halt auch toll, wie Fontaine CC einfach nicht nur danach streben, einfach nur eine Post-Punk-Band zu sein, sondern auch Einflüsse links und rechts zulassen, beim Titeltrack natürlich mit diesen Prodigy 90s Vibes, bei Roman Holiday wird das Ganze so ein bisschen dreampoppig und ist einfach ein ganz, ganz tolles Stück Musik, auch sehr on point mit 10 Tracks. Und ja, Fontaine CC haben mich gerade so die erste Jahreshälfte begleitet, es kam ja auch so jeden Monat eine Single raus, dann kam das Album im April, glaube ich, dann kam das Tiny Desk Konzert, auch richtig großartig, und dann durfte ich die Band im Sommer auch zweimal live sehen, hab mir beim Hurricane zwar ein richtig, richtig schönes Eisbein eingefangen, was richtig, richtig wehgetan hat und mich dann auch das ganze Festival hat humpeln lassen, aber es hat sich gelohnt. Ich habe eine Setlist bekommen von Fontaine CC, die ich jetzt gerade nicht dabei habe, merke ich gerade. Eine Band, die mich das ganze Jahr über begleitet hat, Skinny 4, mein Platz 2, und ich kann nicht glauben, dass wir jetzt schon bei Platz 1 angelangt sind. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ging es dieses Jahr auch noch schneller als letztes Jahr. Das ging richtig schnell jetzt. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Platz 1 sind, kommen, ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt eine ganz, ganz große Ahnung, was bei dir Platz 1 ist, aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir erstmal zu der anderen Person, die heute nicht hier ist, und zwar zu Sven's Picks. Der hat uns auch 4 Alben dagelassen. Und auch da, wie bei Leo, 2 Alben, die du auch schon drin hattest. Ich weiß nicht, wie du das machst. So. Weiß auch nicht. Notably, ich habe keins von diesen Alben irgendwie in meiner Liste gehabt. Aber naja, das erste Album, das er hatte, ist auch eins, das er selber mitgebracht hat in die Band. Und zwar das Album von Joe, wo er das angemacht hat. Wir waren so, Alter, was ist das denn? Ja, ne, ein Album, das natürlich vor allem für ihn natürlich auch vom sehr starken Mix natürlich profitiert. So diesen 80s-Sound in modern und funky. Ne, da ist Sven sowieso ganz vorne mit dabei, wenn es dann in die Richtung geht. Ich meine, er hat auch diesen Moment gehabt so, hey, ist das Joe Keery? Oder ist Joe Keery? was macht er da? Tatsächlich aber multitalentierter Junge. Und Gloom ist der Song, der, glaube ich, ihm sogar am meisten bei ihm hängen geblieben ist. Mhm. Und von Joe ist es ja nur ein ganz kurzer Weg zu Joji. Gute Transition. Mega Transition, das ist meine. Nee, und Smithereens war da das Album der Stunde gewesen. 25 Minuten nur. Nicht länger als nötig. So auch mehr so Ambient-mäßig teilweise. Auch so ein bisschen Lo-Fi-Charakter auch. Aber sehr schlüssig ist da so der Eindruck, den Sven da hat, und den würde ich auch komplett so mitgehen eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gehört hatte. Ich weiß nicht, macht nachher auf der Rückfahrt, das kommt ungefähr hin. Und Rückfahrt. The Car. The Car, auch bei Sven vertreten. The Car von den Arctic Monkeys. Über das Albumcover haben wir, glaube ich, uns schon genug ausgelassen, über die Vinyl, so schön, wie schön es alles gestaltet ist. Es klingt halt natürlich auch sehr toll. Auch was anderes, was du schon meintest. Ne? Es ist so eine Weiterentwicklung noch von Tranquility. Quasi ein Step weiter, der uns, glaube ich, alle auch ein bisschen mehr abholt noch.
Ja, und was Sven noch geschrieben hatte, waren, dass die Beatles-Anleihen ihm da auch sehr ins Auge gestochen sind oder ins Ohr gestochen sind, im positiven Sinne. Ja, der ist unser Beatles-Beauftragter. Genau, unser Beatles-Beauftragter, ja, Bodypaint, ist da auch so ein Song, den man da auf jeden Fall nehmen kann. Ich würde auch noch, also Mirrorball würde ich auch noch so ein bisschen mit reinnehmen beispielsweise. Ja, und dann ist da noch ein viertes Album, das ich aber nicht gehört habe, als einziges von denen, das ist das Foles-Album. Also vielleicht sagst du da mal ein paar Worte noch zu. Ja, das Foles-Album, und damit eröffnen wir auch so einen kleinen Indie-Blog, denn es sind ja noch ein paar sehr schöne Indie-Platten in diesem Jahr rausgekommen. Ja, das Foles-Album, das hat Sven sogar von mir zum Geburtstag bekommen mit einer hübschen Widmung, denn ich habe es tatsächlich geschafft, Foles bei einer Signing-Session abzugreifen, als Sven gerade Corona hatte, deswegen konnte ich ihn nicht mitnehmen und habe da sogar eine Widmung für ihn abstauben können vom Sänger höchstpersönlich. Und das Album hat Sven zum Glück auch sehr, sehr gut gefallen. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ihm dann das Album nicht gefallen hätte. Ja. Aber ich meine, er hat es da auch schon gehört gehabt. Ich meine, es war da auch schon raus. Und was Sven da besonders abgeholt hat, ist, dass jeder Song nach vorne geht, jeder Song groovt wie Sau. Und da ist der Funk-Beauftragte in unserer Band, also der Funk- und der Beatles-Beauftragte in unserer Band, sehr, sehr happy. Und ja, damit ist Life is Yours eine von vielen tollen Indie-Platten, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Neben unter anderem auch der Self-Title-Platte von Wet Leg. Bei der es irgendwann Klick gemacht hat, bei mir zumindest. Irgendwann, ja, irgendwann denkt man sich so, ey, ist geil, ist eigentlich richtig geil. Eine Platte, die ein bisschen Probleme hatte beim Zünden, war die neue Blockparty-Platte Alpha Games, aber irgendwo gab es da trotzdem unfassbar gutes Drumming und ein paar richtig nice Banger. Eine Band, die ebenfalls so ein bisschen zurück auf den Kurs gefunden hat, sind Wallows, die mit Tell Me That It's Over ihre zweite LP rausgebracht haben, die im Vergleich zur Vorgänger-EP Remote auch wieder so ein bisschen an Spannung gewonnen hat. Und da freuen Sven und ich uns auch vor allem auf ein tolles Konzert im Januar, was so ein bisschen unser Konzertjahr 2023 wahrscheinlich eröffnen wird. Und du hast ja auch noch eine Indie-Platte, die du noch kurz erwähnen möchtest, ne? Ist das richtig? Die Band fängt, glaube ich, auch mit W an sogar. Das die Band fängt auch mit W an, und es ist auch eine Band, die Sven, glaube ich, ganz gut findet, und zwar sind es die Wombats. Mhm. Ich hatte Fix Yourself, Not the World, auch einer von diesen Endlos-Titeln, auch relativ lange bei mir in den Top 9 gehabt, und es ist dann am Ende rausgefallen, war so einer der ersten Platten, wo ich dachte, nein, bitte nicht. Mhm. Aber es geht nicht anders. Mir gefällt vor allem, glaube ich, die erste Hälfte extrem gut, wo so wirklich so Hit an Hit ist. Und in der zweiten lässt es so ein bisschen nach. Ich habe halt auch nicht verstanden, wieso sie dann noch eine EP später rausgebracht haben in dem Jahr, wo ich Is This What It Feels Like gehört habe und dachte, ja, wieso ist das nicht der Closer auf eurem Album? So, das hätte viel mehr Sinn gemacht einfach, weil ich finde, es endet halt so ein bisschen so am Ende. Aber ja, gerade die ersten Songs und die Singles, die sie vorher rausgebracht haben, auch schon letztes Jahr, sind einfach richtige Brecher. Ja, wie ich ja eben bei meiner Vorstellung zum Harry Styles Album gesagt hatte, ich komme ja ursprünglich so ein bisschen von der Musik der härteren Gangart, und so ganz abschütteln konnte ich das leider bis jetzt noch nicht. Also was heißt leider, ne? Es kommen ja immer noch sehr, sehr gute Platten raus in der härteren Richtung. Und zwar zum einen wäre da gewesen von Fjord das Album Nichts, das auch ein ganz brachiales, großes Stück Musik ist, das man aber auf jeden Fall gehört haben sollte. Genauso wie die neue Alexis on Fire-Platte, finde ich, die jetzt nicht ganz so brachial mehr daherkommt und auch viele Experimente wagt. Ich finde auf jeden Fall, man kann Otherness getrost eine Chance geben, und gerade so die grungigen Sachen funktionieren bei Alexis on Fire echt gut, muss ich sagen. Und eine Platte, die mich doch ziemlich weggeblasen hat in diesem Jahr, ist Euthanasia von Straight from the Path. Ich glaube, ich hatte dir auch mal so ein bisschen davon erzählt, Rage Against the Machine auf Krawall, also auf noch mehr Krawall. Einfach, ich kann es nicht glauben, wie diese Band einfach es schafft, von Album zu Album immer härter zu werden. Aber wenn man dann auch so einfach alles mitnimmt, was in der Welt passiert, und das so channelt, dann ist klar, dass da irgendwas Explosives bei rauskommen muss. Und Euthanasia ist verdammt explosiv. Und wenn ihr die Platte hört, passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu viel in eurer Wohnung kaputt macht. Was macht man jetzt da, eine irgendwie große Ansage? So Platz 1 ist immer sowieso sehr schwierig, eine Ansage zu machen, finde ich. Ich habe es jetzt auch relativ viel gespoilert, immer mal wieder so links und rechts. Und also es reicht auch, wenn man uns von Anfang an verfolgt als Band und unsere ersten Posts, die wir so gemacht haben, auch vielleicht mal gesehen hat.
zu den Platten des Jahrzehnts und so, dann ist es sowieso relativ offensichtlich, was jetzt kommt. Und von daher, was soll ich auch anderes sagen als herzlichen Glückwunsch. Platz 1. Ja, was eine Überraschung. Ja, also, was soll man dazu sagen? Also ich glaube, es gibt sowieso wenige Künstler in der deutschsprachigen Musik, die über die letzten Jahre eigentlich mit jedem Album so relevant gewesen sind und wo, glaube ich, jeder auch irgendwie schon eine Meinung zu hat, ob er es jetzt mag oder ob er es nicht mag. Und ich finde es ganz gut, dass er jetzt selber auch da angekommen ist, dass er gesagt hat, okay, ich mache das Album halt dann für die 100.000 Leute, die meine Sachen sowieso gut finden und versuchen nicht mehr alle glücklich zu machen und so, was auf jeden Fall schon mal ein schöner Schritt ist. Jetzt, wieso herzlichen Glückwunsch? Natürlich Platz 1 und so, klar. Aber auch, wenn ich zurückrechne und ich habe wirklich nochmal so alle Bands durchgegangen, so egal was es ist, so wie wären die platziert gewesen, die Alben, oder wie waren die platziert bei mir? Weil ich mache diesen ganzen Scheiß jetzt auch schon 20 Jahre quasi. Ja. Und niemand hat es geschafft, mit 4 Alben hintereinander entweder Platz 1 oder Platz 2 zu sein. Egal, ob jetzt Radiohead oder Chili Peppers und so, immer irgendwie dann auch mal ein bisschen drunter, so ganz knapp oder so. Und Cass ist echt der Einzige, der das jetzt wirklich jemals geschafft hat, seit jetzt gestern, jetzt wisst ihr auch, wann wir gedreht haben, Solo-Rang bei meistgesehene Konzerte vor Coldplay. Aber auch nur, weil die jetzt in Frankfurt natürlich nur gewesen letztes Mal und so. Nee, aber trotzdem, das ist auch alles halt absolut verdient. Und letztes Jahr auch, als die XOXO-Jubiläum hatte und man nochmal gesehen hat, wie jedes Musikportal nochmal geschrieben hat, boah, wisst ihr noch, was rausgekommen ist und die ganzen Redakteure auch noch geschrieben haben, wie krass das war, so von jetzt auf gleich das komplette Genre auf links. Und danach auch jedes Album irgendwie eine kleinere oder größere Revolution im Deutschrap gewesen und so. Und jetzt ist natürlich, sind wir an einem Punkt, wo so ein bisschen die postpopulär musikalische Zeit anfängt, wo man sich so ein bisschen zurückbesonnen wird auf verschiedene Sachen. Und das ganze Album ist so durchzogen von Songs, die auch schon auf vorherigen Alben hätten sein können. Das dann auf dem, das auf dem, das auf dem. Und es fügt sich trotzdem einigermaßen logisch zusammen. Also es ist anders als jetzt, sagen wir, bei Hinterland jetzt nicht nur Akustik und es ist nicht nur Indie-Rock geschrammelt wie XOXO und es ist nicht nur brachial wie jetzt Lang lebe der Tod, aber es ist von allem so ein bisschen mit auf dem Album. Und auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass jeder Song mich komplett umgehauen hat, aber der Song natürlich gut ist, sind die starken Songs halt wie so oft einfach auf einem Level, das ich so in der deutschen Musik halt eigentlich nirgends sonst erlebe. Keine Ahnung. Hey, ist schön, dir zuzuhören dabei. Schön, diese Begeisterung zu hören. Ja, nee, also wie gesagt, ich freue mich unheimlich, dass das Album jetzt so gut geworden ist, dass es fertig geworden ist, dass es auch von einem, zumindest das ist mein Gefühl, von einem wesentlich gesünderen Standpunkt aus erschaffen wurde als das letzte Album, was ja wirklich dann auch sehr, sehr schwierig war für die Psyche dann auch, dass ja auch verschoben wurde und das alles. Das ist auf jeden Fall einfach schön zu hören, ne? Weil, wie gesagt, ganz viele Künstler, das hat sich auch so durchgezogen, die sonst irgendwie bei mir ganz oben sind, sacken halt gerade so ein bisschen ab und es gibt halt wenige, die noch oben stehen bleiben und er ist so mit der Einzige. Und wenn du dann halt auch mitkriegst, dann sowieso bei Künstlern, okay, yo, mir geht es eigentlich gerade ganz gut so, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, dann freut mich das auch einfach. Ja. Selber natürlich als Mensch auch einfach sowieso. Ja, wenig Überraschungen bei dir, was Platz 1 angeht. Dann machen wir doch gleich mal mit wenig Überraschungen bei mir, was Platz 1 angeht. Oh Junge, weiter. Was da wohl kommt. Was da wohl kommt. Ich habe keine Ahnung. Kiss was a lonely prayer. Ja. Ja, sie nehmen den Lieblingsband-Bonus mit. Death Cab for Cutie, gerade noch auf Platz 1 hochgeschossen mit ihrem 10. Album. Herzlichen Glückwunsch, wirklich. 10 Alben. Asphalt Meadows, bei dir gerade noch rausgeschlittert, ne? Ja, ich hab's jetzt ja nicht gesagt, so was bei mir Platz 10 ist und so. Aber ich hab halt die ganze Zeit zwischen Being Funny und Asphalt Meadows hin und her überlegt. Und ich hab, es tut in beiden Fällen weh. Ich habe gedacht, okay, Marlene wird das sowieso irgendwo drin haben. Und dann besprechen wir es auf jeden Fall, können sagen, wie großartig dieses Album ist. Und ich so, okay, so langsam wird's eng. Wo ist das? Und dann bin ich so ein bisschen in Schwitzen gekommen und habe einfach noch spekuliert, dass es noch kommt. Und okay, ich glaube, es kommt noch. Hier ist es. Ja, was soll ich sagen? Dieses Album hat mich primär vor allem einfach erstmal sehr, sehr glücklich gemacht. Also ich muss ja sagen, es gab jetzt nie irgendein Death Cab Album, das mich jetzt irgendwie so richtig enttäuscht hat. So, aber ich muss trotzdem sagen, so, und jetzt kommt Hot Take, ich finde Asphalt Meadows ist das beste Death Cab Album seit Narrow Stairs, also seit 2008.
tut mir leid, Manu, tut mir leid, Leo. Ich weiß, wie sehr ihr Thank You for Today liebt. Ist okay. Genau, aber mein Problem mit Thank You for Today war immer so ein bisschen, dass es mir so ein bisschen zu mellow war teilweise. Auch wenn mit Summer Years so einer meiner absoluten Lieblings-Deathcap-Songs drauf ist. Bei Kintsugi finde ich halt die zweite Hälfte relativ schwach, auch wenn auf der ersten Hälfte verdammt viele Hits drauf sind. Codes and Keys habe ich eigentlich auch so mit der Zeit sehr lieben gelernt, gerade so auf Platte, aber es liegt halt schon ein bisschen weiter hinter den anderen Alben so. Und ja, jetzt Asphalt Meadows ist vor allem erstmal wieder sehr aufregend. Also man spürt so eine richtige Experimentierfreudigkeit der Band, was wahrscheinlich auch so ein bisschen am Producer John Congleton liegt, der so ein bisschen seine Liebe für alles, was übersteuert, einfach mal auf den ersten beiden Songs so richtig schön ausgebreitet hat. Und genau, das fand ich richtig nice, da einfach wieder diesen Punch zu spüren, diese Rockigkeit. Gleichzeitig aber auch relativ klassische Deathcap-Tracks zu bekommen, wie zum Beispiel Here to Forever, der so ein bisschen ja, The Cure-mäßig daherkommt, oder Weed Like Waves, der so ein bisschen an die früheren Alben erinnert, Richtung Fotoalbum und We Have the Facts. Dann haben wir einfach so mal so einen Post-Rock-Song so zwischendurch mit Foxglove Through the Clear Cut, heißt er, glaube ich, ne? Ich weiß auch, er ist schon Zungenbrecher, ne? Richtig schön, einfach so mittendrin mal so als Abwechslung. Dann gibt es mit I'm a Stranger einen der stärksten Songs der Platte, der mit so einem Uptempo 80s-Vibe daherkommt, dann irgendwann richtig in Atmo abdriftet, dann wieder zurückkehrt. Einfach ein großartiges Stück. Und genau, wir haben ja am Ende einfach 10 Songs, die einfach komplett für sich stehen. Und das ist auch das, was ich mir von einem Deathcap-Album erhoffe, dass wirklich alle Songs so ihren eigenen Charakter haben, so ihr eigenes Ding so mit auf die Platte mitbringen. Und da ist Asphalt Meadows einfach ein verdammt rundes Ding geworden. Und ja, wie gesagt, sie nehmen ja natürlich so ein bisschen den Lieblingsband-Bonus mit, aber ich bin super happy, Deathcap dieses Jahr den ersten Platz zu geben. Ja, Asphalt Meadows, ganz, ganz tolles Stück Musik. Ja, ne, aber ich finde es auch eigentlich ganz schön, dass wir jetzt hier beide sitzen, weil es ist ein Jahr, in dem sehr, sehr viel Musik rausgekommen ist. Ich glaube, du hast irgendwie 60 Platten gehört, so um den Dreh. Noch mehr, 70, noch mehr. 80 oder ja, was weiß ich. Genau. Bei mir waren es jetzt auch irgendwie 50 und so. Und ich hatte es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, so, dass vielleicht ist es einfach so ein Altersding, das dann kommt, wenn man einfach sehr, sehr lange Musik hört, dass die Künstler, die einen so von Anfang an begleiten oder sehr lange begleiten, dass die natürlich auch älter werden und du kannst den gleichen Song nicht zweimal schreiben. Und irgendwann, wenn du mal deinen Peak gehabt hast, kannst du danach immer noch geile Sachen machen, aber es wird nie dieser Peak sein. Ja. Und viele fallen halt sowieso so ein bisschen ab und deshalb, ich halt momentan echt so relativ stark, dass dann so ein bisschen frustrierend auch ist, weil ich denke, man wird alt und wir werden auch alle alt, wir werden alle alt. Und deshalb ist es doch umso schöner, dass wir jeder von uns so zwei Lieblingskünstler wirklich jetzt auf Platz 1 setzen können dieses Jahr, ohne schlechtes Gewissen, weil es die Alben halt auch wirklich hergeben. Ne? Auf jeden Fall. Hammer. Und ja, wir sehen Deathcap in 3 Monaten live. Das wird richtig, richtig geil. Ich freue mich sehr. Im E-Werk. Wir können natürlich auch zur Give Up Transatlanticism Jubiläumstour in die USA reisen. Ja, warum auch nicht? Erstmal Kredit aufnehmen. Das wäre doch auch mal was. Wir haben es wieder geschafft. Mensch, was war das wieder, ein wilder Ritt? So. Ja, ein sehr, sehr langes Musikjahr ist zu Ende gegangen. Also ich weiß nicht, ob jemals so viel rausgekommen ist für dieses Jahr. Aber das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Wer weiß, wie es nächstes Jahr wird. Ich fand dieses Jahr in der Breite stärker. Also ich habe es noch nie gehabt, dass ich so viele Alben gehört habe und mir hat jedes Album gefallen. Gerade fand sogar das erste Drake-Album dieses Jahr, fand ich ganz okay. Dafür haben es alle anderen gehasst. Ich fand wirklich ich fand alles gut, was ich gehört habe dieses Jahr. Zumindest in Ordnung. Ja. Hat alles irgendwie Spaß gemacht, alles irgendwie seine Momente gehabt. Letztes Jahr in der Spitze noch ein bisschen stärker, aber weniger breit so. Weiß nicht, ich bin auf jeden Fall doch relativ zufrieden. Was mit dir? Ich muss schon sagen, ich bin doch noch mal ein ganzes Stück zufriedener als letztes Jahr. Also bei mir war gerade so die Spitze so mit den ersten 4 Alben. Da habe ich gedacht, boah, Jesus, ich komme einfach nicht drauf klar, wie meine Top 4 da aussehen. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen ernüchtert. So, es kam so viel raus in diesem Jahr. Jetzt denke ich mir so, ach, nächstes Jahr kann das gar nicht toppen. Ja, stimmt. Okay, worauf können wir uns denn nächstes Jahr freuen? Worauf freust du dich denn im kommenden Jahr? Da bin ich schnell fertig. Cat. Okay, das wird verdammt gut. Das wird gut. Wir haben sie gesehen in der Kulturkirche neulich noch. Du bist doch spontan. Top-Konzerte dieses Jahr. Und du bist doch spontan mitgekommen. Warst richtig so, Alter, Junge. Ja. Nee, da freue ich mich wirklich sehr auf das Album. Ich glaube auch, dass sie trotzdem für mich eine Künstlerin ist, live, die ich noch mehr mag als auf Platte. Trotzdem, die Songs hat sie ja schon viel gespielt. Da freue ich mich drauf. Ich bin jetzt nach der zweiten Single doch noch ein bisschen mehr interessiert an dem Paramore-Album. Dich hat die erste Single ein bisschen mehr abgeholt. Und so. Ne, mal gucken. Habe ich noch so auf erweiterten Liste.
So oder so, ich freue mich sehr drauf auf das neue Paramore-Album auch. Ansonsten fängt das Jahr für mich sehr postpunkig an mit dem neuen Shame-Album und mit dem neuen Murder Capital-Album. Die haben drei ganz tolle Singles rausgehauen und da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Und die Gorillas bringen ein neues Album raus, Cracker Island. Ich war zwar ein bisschen überrascht, dass nicht Song Machine Volume 2 kommt, aber ich meine, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Also definitiv und dann heißt es wahrscheinlich in ziemlich genau einem Jahr wieder Listen hier vorstellen. Gleicher Ort, gleicher Platz. Genau, hoffentlich wieder mit diesem tollen kleinen Bäumchen. Liebe Grüße. Das fand ich wirklich toll. Ja. Genau. Komm, ich muss dir einfach mal einen Handschlag geben, Mann. Das war. Oh, danke. Das war wieder dafür. Ein Jahr zusammen schöne, Musik und dann der Handschlag. Dann ein richtig schöner Handschlag. Hier. Ach ja, nee, danke, dass ihr immer noch dabei seid, immer noch dabei gewesen seid. Es muss sehr, sehr lang gewesen sein. Es muss ein bisschen länger noch gewesen sein als letztes Mal. Aber letztes Mal haben es auch alle zu Ende geguckt. Dann haben wir gedacht, gut, mal gucken. Nee, also wirklich, wir machen das ja einerseits natürlich sowieso für uns, weil wir unterhalten uns sowieso das ganze Jahr über neue Alben und freuen uns wirklich vom 1. Januar an bis zum 1. Dezember oder Mitte Dezember, wenn wir es aufzeichnen, wenn wir es schaffen, darüber zu sprechen und halten uns auch so ein bisschen ab zu denken, hey, was passiert bei dir gerade und so. Und uns hat es unheimlich gefreut, dass so viele von euch das letztes Jahr dann mitgenommen haben und uns auch so ein bisschen dass ihr dabei seid, ey, das ist krass. Das ist wirklich krass für uns und in dem Sinne verabschieden wir uns mit ganz, ganz viel Liebe an euch und vielen Dank fürs Zugucken. Genau, kommt gut in die Feiertage. Mir war es auch eine Ehre, Marlin. Bis hoffentlich ganz bald, live oder irgendwo im Plattenregal. Man sieht sich. Ciao. The universe was made for me and I trust so much that we'll find our way. We'll have love, our love all along the way.